Andreas, mal rein. Hi. Hey. Hast du noch kein Feierabend, Sven? Ich habe doch gesagt, wir treffen uns hier, machen mal einen Rundgang und machen mal einen anderen Rundgang, einen etwas anderen Messerundgang. Du hast mich angesprochen und hast gesagt, lass uns doch einfach mal nicht über Karthago reden und über Teilintegrierte, Vollintegrierte oder irgendwas. Lass uns doch mal in andere Hallen gehen. Lass uns mal in eine andere Halle gehen. Ja, können wir gerne machen, wenn du möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Wir können uns hier rechts und links die Kastenwagen angucken oder unten Arvinger Toilettensystem. Hast du das schon gesehen? Ja, kannst du umrüsten, eine ganz normale Kassettentoilette zu einer Trenntoilette. Ganz genau, finde ich gar nicht schlecht, weil du einfach, ich sag mal, ein Bestandsfahrzeug auch ohne Probleme umrüsten kannst. Es sei denn, du hast halt die Keramikschüssel drauf, dann ist es zwar auch möglich, aber eben wesentlich komplizierter. Aber es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Das Thema Toilette ist ja im Moment quasi in aller Munde, nicht falsch verstehen. Was ist das hier eigentlich hier? Ist das hier eine Halle nur für Kastenwagen? Also hier in der Halle, würde ich sagen, ist 95% nur Kastenwagen ausgestellt. Früher waren wir mit unseren Malibu Vans, waren wir auch hier in der Halle vertreten. Aber jetzt haben wir natürlich den Gruppengedanken und haben in Halle 16 Malibu Kastenwagen, Malibu Reisemobile und natürlich auch Karthago zusammen. Aber was ist denn das für ein Dach hier drauf? Das Dach, was hier drauf ist, was ist denn hier drauf für ein Dach? Ist das selbst gebaut? Nein, das ist eine Sky-Up. Das ist cool, das Dach. Ja, danke. Das ist riesengroß, auch hier mit dem Metall. Also man kann sich schon mal umgucken. Also es gibt auch andere Väter haben auch schöne Töchter. Das ist ja gut so, dass es auch andere gute, wettbewerbsfähige Produkte gibt, weil das strebt uns ja auch immer an, ich sag mal, uns weiterzuentwickeln. Ne? Das brauchen wir im Markt einfach. Wo seid ihr her? In Slowenien. Nochmal, in Slowenien. Slowenien, ja. Die können leider Reisemobile bauen in Slowenien. Ja, in Slowenien wird ja auch bei uns der Kastenwagen gebaut. Der Malibu kommt ja auch aus Slowenien und auch die Malibu Reisemobile und die kleineren Karthagos bis zum C-Line. Und also wenn sich ein Land etabliert hat, um Reisemobile zu bauen, dann Slowenien. Guck dir mal hier die Möbel an. Das ist ja krass, hast du gesehen, wie rund die Möbel hier sind. Also es ist schon schön gemacht, das Ding, oder? Ja, macht auf den ersten Eindruck, macht es auch wirklich, ich sag mal, keinen schlechten Eindruck, auch von der Farbgebung her jetzt, ne? Muss man einfach mal so sagen. Oft sind ja die osteuropäischen Produkte alles ein bisschen rustikaler für den russischen Markt teilweise, ganz, ganz wild, ja, aber das wird da gerne genommen, aber das hier geht. Aber die Möbel hinten, hast du gesehen, wie schön die gemacht sind, also hier mit dem runden Design, so ein bisschen auf 60er Jahre, weißt du, Kühlschränke? Ja, quasi dieser sogenannte Vintage-Stil, der kommt hier zum Tragen und es sieht wirklich also auch sehr harmonisch aus. Der Vintage-Stil? Ja, genau. Vintage meinst du? Ja, genau, den habe ich schon anders gesagt. Du hast gesagt Vintage. Okay, das kann vielleicht daran liegen, dass ich heute schon 3 Sekt getrunken habe und es ist noch sehr früh. Ist letzter Tag, es ist Sonntag. Ja, ja. Ich habe 11 Tage hinter mir, du hast mich eben angeguckt, hast gesagt, Sven, du siehst scheiße aus, hast du gesagt. Und dann, du bist vollkommen fertig, hast du gesagt. Ja, also du siehst echt nicht gut aus. Jetzt stehe ich ja vor der Kamera und nicht du. Von daher, vielleicht gibst du mir mal ganz kurz die Kamera. Ja, warte mal, ich kann die umdrehen, warte mal. Ja, dreh mal rum. Wenn ich hier dreimal drauf drücke, da sind wir beide. Also wenn ich die roten Wangen hier sehe, der sieht heute echt nicht gut aus, der Kerl. Ich hatte auch eine Grippe, muss ich dazu sagen. Ich habe trotzdem gearbeitet. Nein, ist weg. Grippe ist weg. Ja, aber Sonntagmorgen ist halt tatsächlich so. Viele, viele Kunden haben heute Morgen echt ihr Versprechen gehalten und sind am Sonntagmorgen echt zurückgekommen und haben gesagt, okay, komm, wir machen das noch. Das war ein gutes Angebot. Die Camper-Manufaktur Berlin. Moin, das sind wir wieder. Cool. Hey, wir sind Camptours. Du warst auch schon mal bei uns. Camptours, ja, irgendwann mal war ich mal bei euch. Ja. Ihr habt diese farbigen Teile, die man so reinsetzen kann. Ich hab vor kurzem habe ich welche mal gefilmt aus Österreich. Die gingen direkt auf 500.000. Ihr habt sowas Ähnliches. Das heißt, ihr habt quasi in 5 Minuten zum Wohnmobil, kann man das so sagen? Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten, ne? Reinstellen. Los geht's. Das ist ja auch mal ganz Alltagsauto richtig. Nehmen. Du kannst sogar einen Mietwagen nehmen, den am Wochenende holen. Zack, 10 Minuten, baust die Sachen da ein, dann geht's los. Ne? Das ist ja geil. Geht das auf Spiritus hier, der Kocher? Auf Gas. Auf Gas, auf okay. Gas, genau. Mhm. Und da war, was ist da drin? Das ist Geschirr dann. Das ist das Geschirr, ne? Und wenn du das hier alles vollgeladen hast und du möchtest aus der letzten Ecke mal kurz deinen Pfeffer oder was holen, dann kannst du hier oben nochmal reingucken und da durchgreifen, ne? Dann haben wir hier noch einen Weinflaschenhalter, falls du es nicht schaffst, dein auszutrinken, ne? Damit er auch sicher
verstaut ist und wir haben hier oben noch ein kleines Besteckfach. Ne? Ja, das sieht nicht so aus, als hättet ihr es mit der Laubsäge ausgeschnitten. Nein, das haben wir mit der CNC-Maschine ausgefräst. Sieht so aus, sieht echt super aus. Genau. Und ich sag mal, groß kann jeder, ne? Aber so auf engem Raum sowas zu bauen. Wir haben ja unterschiedliche Küchenmodule und das ist jetzt halt ein Küchenmodul im Euronorm-Box-Format. Geil. Weil das machen ja viele Leute, richten ja ihren Van ein und haben dann unterschiedliche Euro-Normboxen, um das alles sortiert zu haben. Deswegen haben wir uns jetzt ja anders an dem Maß orientiert. Dieselbe Küche steht übrigens auch hier. In unterschiedlichen Farben und ja, kann man so einrichten. Ne? Ihr wart ja letztes Jahr auch schon auf der Messe, ne? Meine ich. Ne? Ja, nee, in Düsseldorf letztes Jahr nicht. Vor 2 Jahren waren wir hier und da haben wir auch das Vergnügen gehabt, ein Video mit dir zu drehen. Und ja, ist danach natürlich durch die Decke gegangen, ja, Chemtools. Voll, ne? So, wir müssen weiter. Wir zeigen das noch einmal ganz kurz. So sieht es uns eingebaut in einem Auto ein. Also man kann sich das ja sonst nicht vorstellen. Der Vorteil ist, du kannst es dann auch benutzen, wenn du mal Freunde hast und so kannst du zu Hause das in der Abstellkammer machen, dann haben die auch ein Bett, Andreas. Ja, absolut. Ist tatsächlich so. Und vor allen Dingen, du kannst den Bus unter der Woche für ganz andere Verwendungszwecke zufügen und bist mega flexibel mit deinem Auto. Ne? Ja, Chemtools. Weiter geht's. Und das ist auch süß hier. Das ist so ein bisschen 60er Jahre hier mit diesen kleinen, feinen, filigranen Ständern, die hier drauf sind. Also ja. Die haben es schon drauf, die Jungs. Ja, die designtechnisch nicht schlecht. Aber die Camper-Manufaktur, ihr seid aus Berlin? Ne, die Camper-Manufaktur, ist da jemand von der Camper-Manufaktur da? Hi. Wir kennen uns doch schon. Ja, klar kennen wir uns schon, ja. Andreas, komm mal her. Das ist der, Randy zeigt dir jetzt mal einen Grundriss. Da kriegst du als Mann Probleme in der Hose. Es ist wirklich, es ist so gut. Und Randy, du bist mein Zeuge, das Video hat mehrere hunderttausend Aufrufe bekommen. Ja, über 900 sind wir jetzt. Über 900.000 Aufrufe. Und das ist der beste Grundriss, den du haben kannst. Ja, und ich muss dich schon mal ein bisschen vorwarnen, wir haben den Grundriss heute nicht hier. Wir haben heute einen Familiengrundriss mit. Ja, der hat aber die gleiche Dusche. Der hat die gleiche. So, zeig mal die Dusche, ja, bitte. Also wir müssen, er hat eine Dusche entwickelt, die ist so genial. Die von hier wunderbar, deswegen ist es eine super Position. Wir fangen mal an mit dem Hängeschrank. Und zwar haben wir hier eine Menge Hängeschrank, ne? Bügel. Ja. Und unten noch Stauraum. Da kannst du auch von mir aus noch den Rucksack parken oder irgendwas anderes einbauen. Okay. Also ein Riesenschrank. Ja, genau. Absolut. Haben wir einen zweiten großen Schrank, das ist diese Variante. Und jetzt kannst du da irgendwas schieben oder drücken oder so. Ja, warte doch mal ab. Jetzt pass mal. Auf. Was fällt dir auf? Es riecht nach Holz. Ja, es riecht nach geöltem Holz. Und jetzt pass auf. Ich glaube das nicht. Wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Ja, genau, was? So, das ist die echt komfortable Dusche. Und wenn du jetzt, da komme ich gerade nicht ran, wenn du die Schublade ziehst da unten. Ja. Ich hoffe, der Riegel ist offen. Das ist ein schwarzer Riegel. Siehst Ach so, du? Ja, ja. Wunderbar. Dann Nein. Hast du eine trockene Trenntoilette. Wunderbar. Und das alles auf 1,20 Meter. Ja, du musst das nochmal zurück. Mach ich's. Mach nochmal zurück, das war zu schnell. Ist es gut? Super ist das. Ich habe immer gedacht, ich könnte den Zauberer, ne, dabei ertappen. Also langsamer. Also nochmal, da ist der Schrank, der ist hier drin. Jetzt habe ich die Tür zum Duschen. Ja, ich sehe das jetzt. Genau. Mit einer Dichtung, da können wir auch drüber reden, wo die gedichtet ist. Und dann mache ich hier wieder zu. Und dann kann ich hier wieder den Schrank benutzen. Und das ist natürlich eine Menge, 4 Fächer. Hier steckt man die Hand rein, dann sieht man, was da geht. Ne? Ja, das ist richtig tief und vor allen Dingen alles, was du hier anfasst, das ist also richtiges Holz, das ist ein Sperrplatten. Ja, wir haben das draußen auch nochmal in Eiche, weil auch da kann der Kunde wählen, dann was für ein Furnier er mag und welche Farbe und so. Ne? Nicht jeder mag einen Blauton. Ja, du bist ja aus Berlin, letztes Mal mit deiner Tochter, die war, glaube ich, dabei. Genau. Und du hast diesen Grundriss auch entwickelt für die Family, also dass wirklich 3 Leute fahren können. Alles, was du hier hast, ist anders. Jetzt haben Andreas. Wir ein Konzept für 4 Personen, man könnte auch auf 5 erweitern. Das Spannende daran ist immer, ich weiß nicht, ich muss das immer so bildlich sagen. Wenn man mit Sonnenschein unterwegs ist, dann ist man draußen, wunderbar. Jetzt lasst es aber in Dänemark 3 Tage regnen und jetzt sitzt man in der Dinette mit 4 Personen, das wird anstrengend. Jetzt haben wir hier vorne eine Dinette. Und wir haben hinten eine Sitzgruppe. Das heißt also, ich kann mich entscheiden, kann auch eine Party feiern, zu 8 hier drin sitzen, wenn ich das möchte. Zeig mal bitte, wie man da sitzt da hinten, da dem Andreas mal. Ist ein etwas anderes Konzept wie Karthago. Ich komme mit dazu. Mach mal. Wir haben die Sitzgruppe hier etwas verkleinert, weil wir hier sozusagen das in das Auto reinkriegen müssen. Wir haben 1,25. Ich kann jetzt uns den Sitz, wir können das auch drehen, weil das hier ein bisschen zu eng wird. Der ist nämlich exzentrisch normalerweise. Ja, wenn du den noch ein bisschen anders brauchst, je nach Tiefe, können wir das auch noch verändern. Ich kann mich jetzt hier lang machen, das kann ich machen. Und wenn die Familie dann auch noch dazu kommt, dann mache ich nichts weiter, als dass ich die Kissen hier wegnehme. Nehme das mal weg. Und jetzt schiebe ich das hier auseinander. Zack. Dann
Zack. Hast du face to face? Ich bring mal den in die Querposition. Ich kann mich mit der Familie, ich mache mal einen Rutscher, kann ich mich jetzt hier hinsetzen. Ich kann mit vier Personen hier sitzen, habe hier den freien Ausblick. Ne? Genau. Das ist schon geil. Ja. Und wenn dann, wie gesagt, nochmal das Regenwetter, jetzt sitzen die Kinder, verfrachtet man nach hinten, sagt, komm mal hier, Netflix, mir egal. Und wir setzen uns vorne dahin und können uns auch ein bisschen räumlich mal von euch entfernen. Ne? Jetzt kommt es noch besser. Er hat das Ganze aufgeschnitten, einmal ringsrum, wie so eine Dose und kann es um 3 Meter nach oben schieben. Das kannst du vielleicht gleich mal zeigen, Randy. Also das ganze Fahrzeug, der Dachhimmel, den kannst du ja um 3 Meter nach oben verschieben, kann 2 weitere Stockwerke einziehen und dann können bis zu 16 Personen hier auf Wohnen fest. Oder? Jetzt blüht die Fantasie. Ja. Nee, ist auch Aufstellung, der letzte Tag. Der letzte Tag, ich werde nur fix und fertig. Bist du durch eigentlich schon jetzt? Nach 10 Tagen oder 9. Wie viele sind es denn eigentlich? Ich weiß nicht. Es sind 10, ja. Also mit dem Donnerstag sind es bei mir schon jetzt 11. Ja. Und die fragen, hast du wenigstens noch was verkauft? Ja. Ja, wir haben was verkauft und wir haben wahnsinnig viele Interessenten. Also wirklich, Düsseldorf war bis jetzt mit Abstand die beste Messe. Hat das Video geholfen, was ich gedreht habe damals? Ja. Du glaubst gar nicht, wie viele hierher kommen und sagen, Mensch, wir kennen dich doch vom Video. Du bist doch der mit der Dusche. Das ist hier, der Andreas, der kann gar nicht mehr über die Messe. Der hat schon so viele Heiratsanträge bekommen, ja, wegen seinem roten Handy. Ja, das jetzt nicht, aber das ist tatsächlich so. Also der Sven ist dann nochmal so ein echter Fluxbeschleuniger. Warte, ich komme mal gerade von hinten und guck mir das mal gerade von hinten an. Also, zusammenfassend, wir haben eine richtige Küche hier mit drin, wir haben die nette Sitzgruppe hier drunter. Ist Kochen auch, oder? Genau, kannst du das Kochen aufmachen oder Sascha, das ist ein Gasherd. Ja, das ist ein Gasherd mit drin von Chan. Unser Schneidebrett, was in der Spüle ist. Die Spüle hat sich ein bisschen verbessert, schau ruhig mal rein. Die Stühle. Wasserhahn. So, also der kenne ich. Der ist richtig schön. Also ein ordentlicher Wasserhahn mit drin. Kühlschrank ist wo eigentlich? Der stirnseitig. Ah, hier vorne. Okay, ein Kompressorkühlschrank, Tomatic. Sehr schön. Ich komme mal gerade zu hinten, nach hinten zu dir. Hier ist übrigens so ein schöner Tisch. Den kannst du rausklappen hier einfach. Der ist magnetisch. Und wenn du mir den mal gerade zeigst, wenn er zu ist, bitte mach mal ganz schnell. Der Randy. Und der wird einfach zugeklappt, 2 Magnete. Ich befürchte schon, es funktioniert. Ist das noch ein Prototyp oder ist er schon fertig? Das ist in der Serienfertigung. Ich find das geil, dass es nicht so perfekt ist. Weißt du, dass du die siehst, die Materialien, dass du das alles anfassen kannst. Es hat alles Patina bekommen. Es hat Patina. Das ist gebraucht, das ist ein Kundenfahrzeug. Deswegen hat es schon ein bisschen Erlebnis, erlebte Reisen. Und ist er zufrieden? Ansonsten wäre nicht hier der Wagen. Oder der Kunde ist ganz entbegeistert und ist sehr zufrieden. Sehr schön. Ich komme auf die Rückseite. Camper Manufaktur heißt das Ganze. Kommt aus Berlin, die Camper Manufaktur. Und Ausbau ab 65.000 Euro. Und wenn du jetzt mal hier hinten reinguckst, Andreas, komm mal gerade hier hin, bitte. Das musst du, das ist ein Eindruck. Da sind andere Leute, kommen dann anschließend ins Heulen mit ihrem Kastenwagen von der Stange. Die haben nämlich keinen Länge hier von dem Auto, 6 Meter? 5,98. Dann richtiger Kleiderschrank, 2 große Schränke, Riesendusche, eine richtige Küche, eine Face-to-Face-Sitzgruppe, eine Dinette vorne und das Ganze in Handarbeit und du bietest den Ausbau an ab etwas über 60, oder? Genau, ab 65 bieten wir den an. Du brauchst das Auto aber vorher. Wir plus haben Auto. Oder Auto bringen wir mit, da sind wir flexibel. Was ist denn das hier? Das ist ein berühmter Sprühkorb. Wir machen eine doppelte Dämmung. Wir machen die Außenhautdämmung, so wie viele andere. Im Kastenwagen weiß man ja, Dämmung ist nicht einfach. Und deswegen machen wir im gesamten Fahrzeug zusätzlich nochmal die ganzen Innenbleche. Und das sieht man natürlich überall nicht mehr, aber hier sieht man es ganz gut. Die Hecktüren, da siehst du es. Und du siehst es hier an den Heulen. Vielleicht mal die Hecktür anschauen. Warte, hier vorne. Andreas, dieses Fahrzeug hier hat mehrere 900.000 Aufrufe mittlerweile. Also ein bauähnliches Fahrzeug. Ich hab die Klicks gesehen bei dir auf der Seite, das ist schon unglaublich. Diese Sprühisolierung, die wird ja auch von vielen Kabinenbauern benutzt. Also die ist nicht unbekannt, die hat sich auch schon bewährt, ja. Die ist sehr effizient. Und guck mal hier hinten, da hast du noch Stauraum, oder? Nee. Ja, du kannst hier ordentlich durchladen, also sowas wie Tische, Stühle und so weiter, das ist kein Problem. Hast du auf der anderen Seite genauso und du hast natürlich hier noch Schubladen. Von innen hast du auch noch 2 Schubladen. Aber du kannst hier noch ordentlich einladen. Wie viel? Die ganze Technik drin, die ist alle hier drunter versteckt. Ne? Und die Fahrräder hinten auf die Kupplung? Ne? Wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch reinstellen, 2 Fahrräder stehen. Da bringen wir noch extra Halterung an. Manche möchten ja unbedingt Fahrräder innen transportieren, aber ansonsten Anhängerkupplung oder Hecktür. Ne? Und hier hinten, was da? Achso, das ist ja im Prinzip hier auf der anderen Seite.
Wir haben sogar noch einen Gaskasten drin, weil wir heizen natürlich mit dieser Standheizung, aber also zum Kochen, genau, aber zum Kochen, Kochen haben wir hier eine kleine Gasflasche, 5 Kilo. Mhm. Auch die passen. Wir müssen. Gewicht sind wir so um die 3 Tonnen hier. Mhm. Also hast du noch genug Zuladung? War eigentlich noch genug Zuladung. Ist natürlich mit dem Ausstelldach schon. Ne? Ja. Wir werden jetzt ein neues verbauen hier. Die Firma sage ich jetzt mal lieber nicht als Werbung machen, aber die wird nochmal 30 Kilo leichter. Das sag mal, die neue. Na, die Sky-Up finde ich schon sehr sexy, also muss ich sagen. Also, Campermanufaktur Berlin. Das Ganze unter campermanufaktur-berlin.de. Da ist auch noch ein QR-Code drauf. Randy ist in meinen Augen einer der geilsten Erfinder, was Grundrisse angeht. Und die, absolut. Das sind ja die Großen können sich da eine Scheibe abschneiden. Ich glaube auch viele Selbstausbauer, die haben sich da so ein bisschen gefragt, sich vielleicht eine Stelle 100-mal angeguckt, um zu sehen, wie hat das wirklich gemacht, oder? Ja, die Selbstausbauer sind ja sowieso die geilsten, weil die haben sehr viel Zeit nachzudenken und zu tüfteln, aber die finden das auch immer wieder gut. Und die kaufen von uns so einzelne Module und dann machen sie das selber dann. Wie einzelne Module? Was hast du? Kaufen. Wir verkaufen jedes Modul einzeln. Bist du bescheuert? Machst du das wirklich? Ja. Du gibst dein Know-how aus? Unser Anspruch ist, also ich versuche nicht unser Know-how wegzugeben, aber ich versuche, dass jeder sich einen wunderschönen Camper kaufen und leisten kann. Das versuchen wir. Du hast ein paar verkauft jetzt. Also da während der Zeit schon, oder? Schon gut, es läuft gut. Ja. So, komm, wir gehen weiter. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Oh, tschüss. Danke dir. Viel Spaß noch. Das ist ein cooler Typ. Ich mag den. Und scheint auch ein echter Tüftler zu sein, ne? Hier, fährt den raus. Ist natürlich, häufig, ne? Ich komme mit der Kamera und zufälligerweise fährt gerade das Ding raus. Genau, was ein Zufall. Und dann hier so eine Multistrada, die hat ja mal locker so 240, 250 Kilo auf den Rippen. Und guck mal, wie weit der das rausfährt. Ne? Das ist natürlich auch jetzt ein Hebel, mein lieber Schwan. So, zusammen mit Andreas mal rein. Hallo Andreas, grüß dich. Sind wir auf dem Caravan-Salon, letzter Tag. Dieses Video hier ist nicht mehr ganz seriös, aber das lieben ja die Leute an uns, weil wir zeigen mal keine Karthagos, sondern du als Campingfachmann bist doch von so einer Lösung, du bist da selber Biker, unglaublich begeistert, oder? Ja, das ist was, das begeistert mich natürlich total, wenn ich jetzt hier meine Uschi draufstellen würde. Ich habe eine BMW 1250 GSA, die wiegt so 269 Kilo. Aber Codename Uschi. Codename Uschi, genau. Mein Motorrad heißt Uschi, genau. Da scheint die Hebevorrichtung hier ja gut mit hinzukommen, ja. Hi. Hallo. Das scheint ja tatsächlich zu funktionieren. Da darf ich mal sehen, wie das geht. Das ist wahrscheinlich aus der Profitechnik, was ihr habt. Das ist aus Profitechnik. Hallo, hast du mal. Hi, grüß dich. Ja, ich führe es dir mal vor. Warte mal, also da ist eine Fernbedienung und dann, wenn du es mir mal beschreibst, was du gerade machst, sei mal gerade so lieb. Er hat eine lange Fernbedienung dabei und gut, weißt du, finde ich auch, dass da ein Draht dran ist, da kann man sie nicht verlieren. Genau, ja, also die Hydraulikkette, die fährt einen Meter nach hinten raus, um letztendlich die Türen von dem Fahrzeug zu öffnen und ich kann das ganze Motorrad dann 40 Zentimeter absetzen. Echt? Ja. Aber was wiegt denn der Hobel da? Die wiegt jetzt ungefähr 238 Kilo, belastbar bis 350 Kilo. Also Andreas, du könntest noch aufsteigen. Ja, du siehst ja gut geschätzt. Ne? Das ist gut geschätzt. Okay, und da ist das eine Fernbedienung? Genau, eine Fernbedienung. Ja, bei dieser Fernbedienung ist es so, die Tasten, die jetzt hier leuchten, für raus und also nach hinten zu und wieder reinfahren. Dann muss kurz gestoppt werden, wieder angemacht werden, dann leuchtet diese Reihe mit, dass ich die Sicherheit dann habe, dass ich das Motorrad dann auch absetze. Also ein Totmannschalter so ein bisschen. Genau, genau. Du brauchst immer zwei Tasten. Du brauchst immer zwei Tasten letztendlich. Ich führe es mal vor. Das System wiegt wie viel? Das habe ich eben nicht mitbekommen. Ungefähr so 230 Kilo. Das System. Ohne das Motor. Das heißt, Motorrad nochmal drauf, habe ich so ungefähr 500 Kilo roundabout hinten auf der Hinterachse. Genau. Jetzt hast du hier ein 4-Tonnen-Chassis wahrscheinlich. Nee, ich habe ein 5,2-Tonnen-Chassis. Ah, okay. Mhm. No, weil die Bühne, die geht letztendlich bis zum Hinterrad. Wir haben 3 Tonnen Achslast hinten, sonst würde das von der Masse her nicht funktionieren. Nee, das kann. Du klingst so, als kämst du aus Bayern. Nicht aus Bayern, wir kommen aus der schönen Oberlausitz. Und zwar bei Bautzen, Soland an der Spree. Ja, das war ja klar, dass ihr nicht aus Bayern kommt, ja, von Dialekt her. Kommt aus der Niederlausitz, kommt ihr. Oberlausitz. Aus der Oberlausitz. Da war ich wahrscheinlich noch nicht. Irgendein großer Ort an der Nähe? Soland an der Spree, wo unsere Firma steht, Reisemobil Manufaktur. Wir bauen individuelle Fahrzeuge immer komplett nach Kundenwunsch. Okay, also wieder neu. Ihr plant wahrscheinlich am Rechner alles CAD-Daten gespickt oder wie macht ihr das? Nicht ganz so, sage ich mal. Wir gehen mit Zeichnungen, 3D, ja, gehen wir vor. Ich fange an mit Skizzen, ich mache die Planung und Beratung in der Firma und dann gehen wir komplett mit den Kunden erstmal drauf ein, welche Länge, welches Fahrzeug und dann wie die Eis- oder Ausbauten dann werden sollen. So, das Coole ist, dass du jetzt einfach losfahren kannst. Das ist sehr barrierefrei, aber du kannst die Tür jetzt öffnen, wenn du mir das mal gerade zeigst, ja, mit der Tür. Ja, er holt mal einen Schlüssel. Andreas, manchmal lohnt es sich,
auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und wenn du guckst, das kommt wahrscheinlich irgendwie aus dem Krankentransporter oder sowas. Irgendwie sowas, ja genau. Das ist irgendwas, was man wahrscheinlich zweckentfremdet hat, aber ist natürlich ein super System. Ist natürlich auch echt Gewicht auf der Hinterachse. Ich glaube, bei einem Fiat Ducato wird es nicht so ohne weiteres gehen. So, MAN, der VW unter, ist natürlich ein dankbares Fahrzeug. So ungefähr von den Maßen wie so ein Sprinter, so kompliziert auch auszubauen, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Der Sprinter wie der MAN oder der VW Crafter sind relativ gleich auszubauen. Ja, es unterscheidet sich maximal von der Länge. Ja, okay. So, ich zeige mal gerade durch, das Konzept ist hier hinten geschlossen. Das heißt, du hast jede Menge Stauraum mit drin und hier oben wird geschlafen, oder? Genau, hier oben wird geschlafen. Wir haben den Kunden hier hinten eine feste Wand eingebaut, damit dieses Kältegefühl von den Hecktüren nicht so von hinten rüberkommt, wo jeder so ein bisschen die Probleme hat. Mhm. So ein bisschen das Wohnwagen-Feeling. Andreas? Ja, sieht nicht schlecht aus, gut gemacht, tolle Detaillösung, kann man nicht anders sagen. Komm, wir schauen mal vorne rein, wie das Ganze vorne aussieht. Das hier ist natürlich auch eine Lösung für Liebhaber, die gern Motorrad fahren, unterwegs sein möchten. Und so ein schweres Motorrad hinten drauf sieht auch gut aus, muss ich sagen. Ich glaube, da bist du nicht alleine am Campingplatz, oder? Und man braucht keinen Hänger mitführen. Das ist das Nächste. Aber man muss schon dann diese Gewichtsgruppe 4,5 Tonnen muss man irgendwo dann fahren. Weil mit 3,5 Tonnen ist es nicht möglich. Nee, also das interessiert mich natürlich selber, weil ich bin Motorradfahrer, ja. Ich mache permanent Touren mit meinem Malibu-Abhänger hinten dran halt. Ne? Aber da kann ich auch zwei oder drei Motorräder mitnehmen. Aber du fährst ja schon mal alleine. Aber selbst beim Ducato, ich habe Luftfederung alles hinten drin. 4 Tonnen, glaube ich, ist das nicht realistisch, oder? Das kommt immer darauf an, wie der Einbau ist, wie schwer allgemein das Fahrzeug ist. Mhm. Wenn du irgendwas mit, sage ich mal, so 3,5 Tonner hast, du kannst ihn auflasten auf 4,4, dann will ich sagen, dann funktioniert das. Okay. Dann funktioniert das. Mhm. Aber das ist keine Geschichte, das sieht man schon, das ist ja hochwertig gemacht hier alles und das sieht sehr professionell aus. Der Kostenpunkt? Der Kostenpunkt bewegt sich irgendwo zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Hydraulik, die hier drunter verbaut ist, dieser Schlitten, der geht bis zur Hinterachse ran, damit man eben halt diesen ganzen Überbruch letztendlich dann auch hinbekommt. Also 12.000 bis 15.000 Euro, jetzt muss man auch sagen, das ist natürlich auch eine Investition, wo du das Fahrzeug auch entsprechend lange hältst. Also das ist eine Spezialbau. Ich denke, dass die Leute lange Freude dran haben, so 8 bis 10 Jahre und mehr, oder? Muss man. Und gerade bei dem Individuellen sollte man das sowieso, sage ich mal, dass man 8 bis 10 Jahre das Fahrzeug fährt. Sonst ist Andreas, ganz kurz, wir haben einen Rundgang. Also wir gucken noch einmal kurz rein in den Innenausbau. Wir können leider nicht mehr alle gucken, weil heute letzter Tag ist. Du warst zufrieden mit der Messe? War gut? Wir waren sehr, sehr zufrieden mit der Messe. Gerade wir als individuelle Hersteller, wir haben ein tolles Publikum gehabt und werden ein tolles Publikum noch haben. Und bei uns ist das auch, dass im Nachhinein dann viele Termine gemacht werden, wo wir dann vor Ort dann das Fahrzeug zusammenstellen. So, das ist der QR-Code. Wenn ihr jetzt ein Stammbild macht, dann seid ihr auf dem Angebot drauf. Das hast du schön ausgebaut. Der Kunde kann alles wählen, Holzfarben, alles. Komplett alles wählen. Wir haben über 200 Dekore, wo der Kunde wählen kann. Wir sind gasfrei. Ist nicht schlimm. Mach die Musik mal aus. Android Auto habe ich gesehen, ist drin. Oben ein Soundsystem, du hast eine SAT-Anlage drauf. Wir haben eine LTE-Antenne drauf. Wir haben einen Nitro-Router mit eingebaut. Der hat sein eigenes WLAN in dem Fahrzeug. Wir haben ein Diesel-Zerranfeld mit eingebaut. Ein Diesel-Zerranfeld? Okay, cool. Da wir komplett gasfrei sind. Du kannst damit auch heizen mit dem Feld, theoretisch? Ja, von der Firma Wallers kannst du auch heizen, wenn du die Klappe zumachst. Dann geht das Gebläse hinten an und dann kommt die warme Luft hier vorne raus. Hast du mitbekommen, Andreas? Mit dem Diesel-Zerranfeld kannst du heizen. Darf ich einmal reinhalten hinten bei dir? Weil das Schlafding ist schon gut, oder? Ja, sieht ruckelig aus, ne? Ja, da komme ich schon auf Ideen. Ja, wenn ich da irgendwie nachts alleine liege, Netflix gucke und den Sternenhimmel gucke durch das Fenster und meine liebe Marlene neben mir liegt, dann... Nee, ich sage jetzt lieber nichts. Du bist schon zu lange von zu Hause weg. Ich bin 11 Tage von zu Hause weg. Ich vermisse meine Frau. Und dann, wenn ich so ein Bettchen sehe... Ja, man merkt es. Gestern Abend um 9 Uhr klingelte bei mir zu Hause das Telefon. Dann gucke ich Sven Herzog. Denke ich, kann nichts Gutes bedeuten, wenn er um die Uhrzeit anruft. Ich hatte gut einen Sitzen. So war es, genau. Ja. Nee, ich hatte nach dem Tag, hatte ich dann noch eine Flasche Wein getrunken mit dem Janosch und habe ich ihn angerufen und habe gesagt, weißt du was, wir machen mal einen crazy Messerundgang. Ja. Ganz am Schluss gehen wir mal durch die Hallen durch und zeigen einfach mal coole Lösungen. Einfach mal im Stück zusammen mit Andreas. Ich meine, er verkauft ja von der Stange auch ganz gute Produkte. Sind natürlich ein
einen Tacken günstiger, weil die halt Serie bauen, gell? Ja, gut, okay, ist natürlich ganz klar, wenn ne, einer individuell baut und hat Detaillösungen halt, die können wir als Großserien, ich sag mal Premium-Hersteller im Kastenwagenbereich dann logischerweise nicht bieten, dann ist der Kunde tatsächlich an der Stelle einfach falsch bei uns. Dafür gibt es eben so Anbieter wie dich. Aber was ich eben ganz interessant fand, da möchte ich kurz nochmal drauf aufsetzen, er sagt auch, Messe war gut besucht, gute Gespräche geführt, es wird doch mit Sicherheit noch ein ganz großes Nachgeschäft geben. Für mich ist es ein Zeichen, dass einfach die Urlaubsform, die wir hier vertreten und verkaufen wollen am Ende des Tages, immer noch extremst gefragt ist. Obwohl die Leute wieder individuell reisen können mit, ich weiß nicht, Clubschiffen oder irgendwelchen Flugreisen, ist nach wie vor noch das Reisemobil eine hochbegehrte Urlaubsform. Und das ist einfach ein wichtiges Zeichen auch für die Branche nach Corona. Ich finde halt wichtig, auch die Messe, um auch mal zu sehen, wen gibt es denn noch alles, weil ich habe dich gar nicht gekannt. Das ist echt nicht. Ja. Als Reisemobilmanufaktur gibt es 23 Jahre. Wir waren die 3 Jahre Corona-Zeit, waren wir nicht hier gewesen, weil das nicht unser ist mit dem Corona. Und wir haben die Arbeit gehabt und haben gesagt, okay, jetzt im 4. Jahr müssen wir uns wieder sehen lassen. Sehr schön. Also du baust coole Fahrzeuge. Die Farbe außen kann ich ja wählen, das Rote. Komplett von Rot bis Schwarz bis Tschetscherin-Grün. So, wir müssen weiter. Rot ist ja immer so Motorrad und Racing und so. Genau. Und ist nicht jedermanns Sachen. Vielen Dank. Und ihr seid nochmal, aus welchem Ort kommt ihr aus? Aus Soland an der Spree bei Bautzen. Und Name von euch? Ist die Reisemobilmanufaktur. Reisemobilmanufaktur, Postleitzahl? Postleitzahl 02689. 02689, weil wenn jemand so einen allgemeinen Namen hat, muss man das schon sagen, sonst findet man den nicht. Tschüss, danke. Ja, tschüss, Andreas, komm mal mit. Ey, so coole Sachen, die wir hier sehen heute, ja, und die kann man nur mit dir entdecken. Hier vorne siehst du, nee, geht gar nicht anders. Wenn du mal guckst, TR, das ist Trier, eindeutig. Nee, das steht für Türkei. Also TR wäre normalerweise Trier, aber das ist ein türkisches Kennzeichen, mein Freund. Ein türkisches, die Türken extrem stark vertreten, haben sogar einen Alu VW T6.1 Pritsche gebaut mit einer Tonne Zuladung und 4 Personen. Habe ich gefilmt. Nee, ich bin nicht so viel rund gegangen dieses Jahr auf der Messe, weil ich einfach nicht zugekommen bin, leider. Aber das ist ja ganz schön, dann komme ich ja jetzt dazu. Ja, die Türken schwärmen kommen. Dort werden ja ganz viele Basisfahrzeuge gebaut, unter anderem natürlich Ford, Transit und wie heißen sie alle, Kastenwagen. Da sind die Leute so ein bisschen zwiegespalten. Also gerade hier so ein T6.1, so ein Bulli, der kostet jede Menge Geld. Und da denken viele dann, okay, wenn ich so viel Geld ausgebe, dann nehme ich mir gleich ein richtiges Reisemobil. Aber es ist eine andere Reiseform. Das ist eine andere Reiseform. Das ist was für jemand, der, ich sage jetzt mal, wenn er unterwegs ist, auch einfach mal die Möglichkeit hat, irgendwo zu übernachten. Aber du bist im Regelfall mit solchen Fahrzeugen natürlich auf Infrastruktur von Stellplätzen und Campingplätzen angewiesen, weil meistens halt Dusche halt fehlt, sage ich jetzt mal so. Ich meine, da gibt es immer Lösungen, aber das ist dann, ich sag mal, nie so ideal wie in einem Reisemobil, wo alles fest verbaut ist halt. Ne? Schön gemacht hier mit dem Orange. Allerdings saß ich gestern ja im neuen VW T7 oder T8 oder wie er heißen wird von Ford. Der Ford ist ja bereits ausgestellt und der ist so geil. Also muss ich schon sagen, ich glaube, der Nachfolger, ich weiß nicht, ob dieser T6.1-Kult, ob die Preise gerechtfertigt sind, die da im Moment aufgerufen werden. Teilweise ausgebaut Fahrzeuge Allrad, 160.000 Euro, sind zwar alle gut gemacht, aber da sind die Leute schon am Schlucken. Also da merkst du richtig, da ist so ein bisschen der Zenit jetzt erreicht. Hier siehst du also Off-Track hier, 79.999 Euro, alles schön gemacht. Ne? RZ, ist das nicht Rendsburg? Könnte sein, ja, ich muss mal fragen. Aber du siehst halt hier oder hier 119.999, das sind alles High-End-Ausbauten. Guck mal, wie schön das gemacht ist hier, das Schwarze. Ja, sieht natürlich auch geil aus. Ne? Das ist natürlich jetzt wieder eine Farbe für mich. Ich habe auch immer einen schwarzen Kastenwagen und jetzt hier wieder so Hochglanz steht mit dem Delta-Rad drauf. Ist schon ein geiles Auto, ne? Wow, ist der schön. Schick. Das ist ja der Hammer. Guck mal hier rein. Ja, mega. Und ganz, ganz automotiv. Wenn du siehst hier auch mal eine andere Lösung hier mit den Kompressorkühlschränken zum Rausziehen. Dass du 2 Stück hast. Ganz genau, das sind dann die Schubladen halt dementsprechend. Aus dem Bootsbau. Da genau, sind die. Genau, da kommt es her. Ist auch nicht unpraktisch. Habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Beim Crafter gibt es das auch halt so dementsprechend. Das sieht auch wirklich sehr schick aus, sehr edel auch aus. Ne? Ich habe eine gute Nachricht. Wir werden dieses Video auseinanderschneiden in jeweils einzelne Parts, die wir haben. Und das hier, das ist ja wirklich der Hammer. Auch die Oberflächen, das ist so
ist Fingerprint safe, siehst du das? Ja, ja, nee, absolut. Also sieht absolut edel aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit einem Reisemobil, wenn man damit unterwegs ist. Es ist wirklich von innen so dunkel wie das hier. Ob das jetzt auch auf Dauer, dass man das so prickelnd findet. Jetzt auf den ersten Blick finde ich es sehr, sehr edel. Aber weil ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt dran gewöhnen könnte in einem Reisemobil. Das ist ja auch Geschmackssache. Der eine mag das, der andere das. Ist so, ja. So, die sehen schon ziemlich durch aus, die Jungs, nach 10 Tagen. Ich guck mal gerade. Aber hat er schön gemacht. Hier in dem Fall 119.000 Euro. Sieht richtig edel aus, kannst du nicht anders sagen. Fühlt sich auch gut von der Haptik an, auch alles gut. Ne? Ich finde den total krank geil. Also ich würde den, wenn er jetzt vor der Tür steht und er würde sagen, hier kannst du mal haben für 3 Jahre, würde ich nicht nein sagen. Ist ein absolutes Showcar, absolut, ja. 120.000, da bin ich dann wieder, weißt du, zu geheizt, wo ich dann sage, naja, wenn ich ihn so vor der Tür stehen habe, sag mal, ist das der neue Porsche 911 vom Statement her bei manchen Leuten vor der Tür? Also es ist ja mittlerweile tatsächlich so Hype, dass man, ich sag mal, einen edlen Kastenwagen vor der Türe stehen hat, der muss dann auch cool aussehen, wo man aber dann auch sieht, fährst du davon an der Haustür vorbei, 3-4 Wochen später steht der immer noch an der gleichen Stelle, der wird gar nicht so oft genutzt, sondern ist tatsächlich dann eher so ein Prestige-Objekt. Also ich würde so ein Auto auch jedes Wochenende nutzen. Ich würde das jedes Wochenende nutzen. Das ist natürlich auch hier mit Allrad. Ja, ist ein Allrad. Guck hier vorne, die Blinker sind oben. Ja. Das siehst du, also das ist, ja. Alleine wie hoch der ist. Ne? Also der hat halt Allradtechnik, wahrscheinlich sogar von Mercedes-Benz direkt ab Werk halt drin. Der neue Allrad ist sensationell. Macht alles automatisch, kommt aus dem Pkw-Bereich. Ja. Du fährst selbst gerne Mercedes? Ich fahre selbst gerne Mercedes, ich komme ja auch von Mercedes-Benz und wir haben bei uns im Betrieb haben wir auch einen Kastenwagen, also hier sind ein Transporter als Werkstattersatzwagen oder als Werkstattwagen, das ist auch ein Allradfahrzeug und die Allradtechnik da drin, die funktioniert wirklich super. Ja, großes Thema T6.1, das hat Volkswagen gut gemacht, finde ich, so diese End of Life, richtig auch den ganzen Herstellern nochmal klar gemacht, hört mal zu, habt jetzt die letzte Chance mal zu bestellen. Und wenn du reinguckst, von außen sehen sie alle gleich aus, aber wenn du reingehst, dann hast du wirklich das Gefühl hier drin, besser geht's nicht, oder? Ja, also man sieht aber ganz klar, wo der Trend halt hingeht. Man geht viel hin und arbeitet mit den Naturhölzern, mit schwarzen Applikationen. Auch hier siehst du jetzt wieder eine schöne hier. Kleines schwarzes Spülbecken halt, ne? Und mit dem Wasserhahn. Alles ist so schön mit Schwarz halt abgesetzt. Das ist halt einfach im Moment einfach der Hit halt. Ne? Hat seinen Preis, muss man schon sagen. Also hier, das hat jetzt natürlich mit dem normalen Kalifornien gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, die leben auch sehr stark davon, dass Volkswagen die Preise so hoch hat, dass man also hier sich gar nicht so sehr abhebt. Weil wenn du so einen ganz großen Kalifornier nimmst mit Vollausstattung, bist du auch schon bei fast 100. Ruckizucki, ja. Also da gehst du auch locker drüber. Hast du schon gesehen, hier Induktionskochfeld drin im Kastenwagen? Finde ich auch klasse. Ja. Im kleinen Van. Ein Kompressorkühlschrank, Vitrifrigo, viel Platz. Ja. So, komm mit. Wir gehen ein bisschen weiter, denn wir haben noch einiges vor uns. Das hier ist ein Segment, was, ich sag mal, viele interessiert. Aber viele sagen auch, okay, dann kaufe ich mir gleich ein richtiges. Und da vorne sind wir denn jetzt in einem Bereich Kastenwagen. Und da ist natürlich die Stellantis-Gruppe mit vielen Produkten vertreten. Der Fiat Ducato und Co. immer noch unglaublich gefragt. Also, weil in Amerika übrigens ein Hit, der Ram. Ja, das ist absolut verständlich. Man muss nur mal sagen, die Stellantis-Gruppe mit allem, was dazugehört, hat nun mal eigentlich ein ideales Basisfahrzeug für die Ausbauer geschaffen, weil es einfach von den Maßen, insbesondere die Breite, meine ich damit, eigentlich ein ideales Fahrzeug auch ist, wo man ohne große Probleme auch ein Querschläfergrundstück, Grundriss realisieren kann, wo du bei anderen Herstellern dann eher das Problem hast, du musst halt irgendwelche Dinge halt ausstellen, damit man quer drin schlafen kann. Es ist leichter zu bauen, er ist breiter, du kannst auch quer drin schlafen. Viel, viel einfacher, auch die Dachstaukästen sind einfacher in der Konstruktion dann im Auto unterzubringen, weil sie halt oben nicht so eng zusammenlaufen müssen. Halt, ne? Ja, die Fräsen laufen Tag und Nacht, habe ich das Gefühl, hier bei diesen Löchern. Aber du siehst auch hier ist das Thema Leichtbau ein Riesending. Ne? Alles ist schön dann ausgefräst nochmal, die Stabilität ist dann trotzdem da. Klar, warum soll ich dann eine volle Platte reinlegen? Und hat auch natürlich auch noch den Vorteil, dass es belüftet wird dann. Ja, das Raumgefühl ist echt gut. Die Serienhersteller hat natürlich einen Vorteil, du hast eine Marke, die Leute kennen.
Und du bist immer Teil eines Clubs. Also das merkst du ja auch bei den Produkten, egal ob das Concorde oder Morello oder keine Ahnung, Carthago ist. Die Leute kaufen sich so ein bisschen eine Gemeinschaftlichkeit mit anderen Besitzern, die die gleiche Marke haben. Das merkst du extrem. Es gibt viele Treffen auch bei Carthago. Ja, das ist so. Also wir machen Carthago-Markentreffen, auch einige Händler veranstalten schon mal Events, wo die Kunden eingeladen werden. Ich finde dieses Markenerlebnis, ja, das sollte eigentlich viel mehr gelebt werden bei den einzelnen Herstellern und das bindet ja auch die Kunden zusammen, weil das Schöne ist ja nicht nur, dass man halt mit dem Reisemobil eine ganz tolle Urlaubsform gefunden hat, wo man viel mit unternehmen kann, sondern vielmehr man netzwerkt ja auch darüber und ich sag mal, wenn du Camper zu Camper hat man ja schon, ich sag mal, Gesprächsthema, aber wenn du dann das gleiche Produkt fährst, dann ist da natürlich noch viel mehr Gesprächsstoff gegeben. Ja. Also da war jetzt eine Magnetsicherung. Deswegen. Ja, es war ein bisschen stramm gerade. Aber ist alles ein bisschen anders, ein bisschen cleaner, ein bisschen, also ich finde es ziemlich cool, sowas zu haben. Bad ist schön hell, ja. Das ist das Erste, was direkt auffällt. Bad ist schön hell, auch vom Beleuchtungskonzept her. Ja, sieht das super aus. Komm, wir gehen mal weiter. Ja, gerne. Zeigen mal. Ganze Halle ist ja schließlich voll. Und das Schlimme ist ja, von diesen Hallen gibt es insgesamt 16, glaube ich. 16, 17, 18 Hallen so rum. Ich meine 18 sind es ja. Allein 7a kommt ja noch dazu. 7, 7a. Genau. Ach ja, die Unterhallen habe ich ja noch vergessen. Also wir sind in Halle 16 und es gibt, glaube ich, noch Halle 17, 18, ja. Also jede Menge Busse. Wir sind jetzt in Halle, jetzt muss ich mal gerade schauen. In welcher Halle sind wir hier eigentlich? Wir müssten jetzt 15, eigentlich in Halle 15 sein. Wir sind in 15, ja. Ich sehe es gerade. Da war ja der Malibu auch hier zu Hause. Und wie gesagt, der steht ja jetzt bei uns drüben in 16, damit wir eben die ganze Gruppe in einer Halle präsentieren können. Ja, du hast auch schon mal was bei Raimund gekauft, oder? Ja, das passiert schon mal. Da kommst du auch nur schlecht dran vorbei, ne? So, die sind übrigens, das wissen viele gar nicht, Raimo sind auch Fahrzeughersteller. Die bauen sogar komplette Fahrzeuge aus und haben im letzten Jahr einen Caddy gezeigt für kleines Geld, 29.999 mit Ausbau. Ist dann durch die Bank dann explodiert und... könnt ihr mal gucken, es gibt selbst Ausbau-Kits, aber so ein Dach aufschneiden, das ist nicht jedermanns Sache, oder? Nee, man muss natürlich auch gucken, wenn man so ein Dach aufschneidet, geht ja am Ende des Tages auch um Dichtheit und Stabilität vom Fahrzeug. So ein Auto arbeitet ja auch und so ein Dach ist in einem Fahrzeug auch mehr oder minder ein tragendes Teil halt. Ne? Und das kannst du nicht einfach so aufschneiden und machst ja keine Gedanken drum. Da musst du ja schon wissen, was du tust. Das ist jetzt mega klein, aber damit bist du natürlich in Südfrankreich, so zwischen den Dünen, kannst dich einfach mal hinstellen, kannst abends drin pennen. Das ist für die Franzosen ist das Gesetz. Und guck mal hier die Bank, wie schön das gemacht ist hier. Kannst du mit der Rückenlehne, siehst du? Ja, sehr verrückt hat man sich hier jetzt etwas einfallen lassen, wie man wirklich aus den Original-Dingen, die im Fahrzeug verbaut sind, dann am Ende des Tages noch, ich sag mal, ein Fahrzeug macht, wo man auch mal auswettern kann. Ein Camper für auf kleinsten Maßen. Aber ich habe auch großen Respekt von Leuten, die einfach mal mit einer Europalette und einer Säge sich das selber bauen, hinten reinzimmern. Habe ich auch schon öfter mal getroffen. Das hier ist natürlich perfekt auf einen Millimeter ausgeklügelt. Und ja, hier schön nochmal Staukisten drunter. Ne? Wassertanks sind mobil. Kannst du also an jedem Wasserhahn kannst du die befüllen. Und der Kocher ist halt der berühmte Kartuschenkocher, wo hier die Kartusche reinkommt. Das sind eigentlich die Dinge, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Genau wie so ein kleines Klappwaschbecken, wo ich halt in meine Seitenkoffer reinkriege. Und hier hast du halt jetzt ein Fahrzeug, das ist ein absoluter PKW, wo du überall mit stehen kannst, wo du überall mit hinkommst. Und ja. Was sich viele nicht trauen, ist ihren Chef zu fragen, hör mal zu, ich will mir jetzt hier so ein Carthago kaufen, einen kleinen, kannst du mir den nicht als Firmenwagen besorgen? Das geht. Also das ist, ich sag mal, eine Geschichte, wenn man den liebt. Finde ich gut. Nein, du als Händler findest das natürlich gut, ja. Aber viele trauen sich das gar nicht. Also die sagen dann hier zum Beispiel hier so ein Bulli, ein T7, der jetzt da ein Prototyp, der jetzt hier steht. Der kostet natürlich seinen Preis. Mal gucken, was er kostet. Steht da ein Preis? Guck mal, Andres. Nee. Kein Preis, aber ich frage mich gerade, wieso Prototyp? Okay, was hat der? Wahrscheinlich haben sie einen mal ausgebaut, einen T7. Komm, wir finden es aus. Und wenn nicht, fragen wir einen. Ist eine Raimo-Sitzbank drin. Da ist, guck mal, hier so ein System mit drin, dass du alles steuern kannst über ein Tablet. Okay. Das ist ziemlich cool. Bedienung nur mit Standpersonal, also drück mal drauf. Nee, ein Aufstelldach ist mit drin. Kannst du das zeigen? Das würde uns doch jetzt mal interessieren hier. Siehst du, wir kriegen schon einen. Ich hab da gesagt, wir fragen. Wenn wir nicht wissen, dann wissen wir einen, der weiß, wie es geht. Ah, der Schrank, ist das hier noch Raimo eigentlich? Weil das sieht so gut aus. Nee, wir sind bei Raimo, ja, natürlich, klar. Denk schon. Also nicht, dass das vorher nicht gut aussah, nee, aber hier, das sieht besonders gut aus. Da ist eine Raimo-Fahne vorne. Ja, Raimo vorne drin. Auch Fifi, guck mal, der hat auch wieder einen Bitte, was sagst du?
Achso, alles klar. Ja, nee, ist kein Problem. Wir müssen es nicht sehen. Prototyp heißt, wird der irgendwann mal gebaut? Oder ist das jetzt mal in Sternen, so ein kleines bisschen? Hi. Ist ein Moin, ist in Planung. Der ist schön, geworden. Gefällt mir sehr gut. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Die Leute fragen natürlich direkt, was sowas kostet. Das heißt, man kann sich den bei euch ausbauen lassen. Kann ich ein Auto bringen? Ihr baut den aus? Geht das auch? Nachbausätze liefern wir auf jeden Fall auch. Unsere Händler entsprechend bauen das dann nach. Bei uns in Egelsbach am Hauptsitz wird direkt aufs Neufahrzeug sozusagen gebaut, was wir quasi ordern. Ja, T7 ist ja Wahnsinn. Also die meisten Leute denken, weil der so ein bisschen kleiner ist, der wäre kleiner als der T6. Das stimmt gar nicht. Also ich glaube, im Innenraum gibt er sich gar nicht so viel, oder? Oh, bei den Maßen, da muss ich passen. Da müssen den Kollegen ansprechen. Ich bin für die. Es ist nicht schlimm. Sag mal hier, die Bank, kannst du mir mal zeigen, wie die geht? Oder ist sie nicht in Betrieb? Vom Prinzip, genau wie alle unsere Raimo-Bänke. Wir entriegeln vorne die Fläche. Okay. Klappen das einmal um. Ach, ja. Das ist auch schon voll belastbar hier. Also man kann da schon direkt drauf. Mit dem Hebel lösen wir und drücken einfach nur die Rückbank rein. Und dann ist das Bett quasi schon fertig. Und da darf ich mal sehen, wie das ist, das Bett von der Länge her. Da darf ich mal fragen, wie groß du bist? Du bist 1 Meter? 85. 1 Meter? Du bist groß. Ein großes genau. Mädchen. Also ungefähr die Liegefläche. Was habe ich denn hier? Hi. Hi. Wir haben 2,06 Meter Länge und 1,10 Meter in der Breite. 2,06 Meter? Genau. Das ist ja ordentlich. Ja, das kommt durch den langen Überhang hinten. Also ich weiß nur, dass der T7 ein bisschen von der Innenhöhe ein bisschen weniger ist wie der T6, aber nicht viel. Also man vertut sich da. Wenn man die Bank insgesamt ein bisschen niedriger macht, dann hat man wieder mehr Freiheit. Genau, exakt das haben wir auch gemacht. Die Bank ist ein bisschen niedriger und damit haben wir jetzt mehr Kopffreiheit als im T6 damals. So, das ist ja mehr als ausreichend hier die Kopf. Ja, das ist mega. Und du hast ja oben noch ein Schlafdach. Das Schlafdach habt ihr selbst entwickelt, oder? Wir sind ja großer Hersteller für Schlafdächer, Aufstelldächer und haben das jetzt hier für den T7 zum ersten Mal als Prototyp aufgebaut. Mit auch einer neuen Bettkonstruktion drin, ultra flach, dass wir halt die Kopffreiheit wieder hinbekommen. Cool. Also ich bin ganz begeistert. Das Coole ist, komm, wir gehen nochmal raus, dass du ja hier mit Raimo sprichst. Und wenn die irgendwas machen, dann macht das natürlich automatisch. Das Ding hat eine richtige Steuerung und ich muss jetzt nicht manuell mehr irgendwas machen, sondern ihr habt so eine Kette entwickelt. Genau, wir haben das schon seit dem T6 damals, unser elektrisches Aufstelldach, mit einem Kettenantrieb, der das ganze Dach runterzieht und nach oben drückt. Haben wir auch alles ausprobiert. 2 Jahre lang lief das Ding bei uns im Hof im 2-Minuten-Takt auf und zu. Und dann? Dann lief es auf und zu und dann haben wir gesagt, okay, das reicht. Das reicht. Und dann lief es immer noch 2 Jahre reichen. Im 2-Minuten-Takt auf jeden Fall. Ja, ich kenne so einen Typen, der macht diese Fold-Handys von Samsung immer von Hand auf und zu und bei 400.000 hat er aufgehört. Ja. Nee, es ist wirklich so. Das heißt, das Ding lief wirklich rauf und runter die ganze Zeit? Lief rauf und runter, das hat sich keiner drum gekümmert. Das ist ja schier. Und uns hat alles funktioniert? Hat alles funktioniert, einwandfrei. So, jetzt sind 10 Tage Rummesse. Hat das so ein bisschen an dir gezehrt? Ja, so ein bisschen. Wir hatten ja auch, es war ja schon stressig genug, den Prototypen erstmal auf die Messe zu bekommen. Wir sind Donnerstagmorgen aus der Halle rausgefahren, dann hier hoch und Freitagmorgen ging es los. Just in time. Und seitdem Vollgas. Ja, der T7. Vollgas, alle stehen hier, alle wollen es gezeigt haben. Das ist cool. Wenn ihr mir mal zeigt, wie es zugeht, ist das möglich? Oder ist das noch nicht getestet, 2 Jahre? Das Dach geht zu, aber es geht langsam zu. Das ist der einzige Nachteil am Elektroantrieb, wie bei Türen und Klappen und dergleichen. Darf ich es mal sehen? Oder dauert halt. Dauert. Ja, ist nicht schlimm. Also ich habe doch gut. Wir sind doch im Urlaub. Wir sind doch nicht auf der Flucht hier. Wir sind ja auf einer Messe, wo Urlaubsformen verkauft werden. Da haben wir doch Zeit. Ich habe nämlich eben, war ich am Stand von Alpine und die hatten extra die Steuerung extra langsam eingestellt, damit sich keiner irgendwie Finger einklemmen kann. Und da war das Hochfahren war 2 Minuten bei der Außenküche. Aber hier, du siehst, das ist ordentlich gemacht. Du hast Gase an der Seite, das heißt, du kannst durchlüften hier. Das Dach selber ist auch formschlüssig, also komplett. Das ist ja auch immer so das Thema Windgeräusche. Ja, die arbeiten ja hier vorne mit einem Dachspoiler, ne, wo sich das Dach, auch wenn es dann später abgelassen wird, hier schön reinlegt. Ne. Und so wird der Wind halt über das Dach halt hinweg geleitet. Und ich denke mal, dass das windgeräuschtechnisch wahrscheinlich gar nicht auffällt, dass da so ein Dach drauf ist. Ja, es ist eher sogar noch leiser. Das heißt, wenn das gut abschließt, das Dach dämmt ja nochmal zusätzlich. Ja. Und wichtig sind ja die Tiefgaragenmaße. Also wenn du hier unter 2 Meter bist in der Innenstadt und da muss er irgendwie da reinkommen. Und der T7 heißt New Trio Style. Hier ist er, der Prototyp, der da ist. Ein schickes Ding. Sehr schickes Auto. Sieht sehr, sehr edel aus. Kann man echt nicht anders sagen. Ja, absolut. So, und jetzt schauen wir mal, ob es gleich zugeht. Hat gemeint, es geht langsam, aber es geht. Und du hast eine Steuerung. Ihr habt selbst eine Steuerung entwickelt dafür. Genau. Das ist jetzt hier auch gerade noch unser Prototypenteil. Das heißt, ich muss draufdrücken und dann geht es runter. Also,
Ziel ist eigentlich, dass es dann auch mit dem Druck runterfährt. Das ist ja auch, wenn das Ding richtig ordentlich zugeht, dann sollte man vorher checken, ob wirklich alles, das hast du jetzt gecheckt, ob alles aus dem Weg ist, gell? Genau, nee, das ist halt das, was man immer machen muss, die Fenster schließen, wie bei jedem anderen Stoffbike auch, Fenster schließen. Im Normalfall kommt hier jetzt so ein Spanngummi rein, okay. Den haben wir jetzt gerade draußen gelassen. Ich finde den totschick, ganz ehrlich, dafür, dass es ein Prototyp ist. Wie waren die Reaktionen eigentlich aufs Auto? Super. Super. Also der kam super an, gerade auch mit dem neuen Möbelkonzept hier innen drin, mit der indirekten Beleuchtung. Ich habe eben aus Scheiß gesagt, ist das wirklich noch Raimo, was wir hier sehen? Ja. Und dann... es ist die neue Generation Raimo. Ist die neue Generation. Das neue Möbelkonzept Raimo. Wir haben unsere drei Bestseller der letzten 15 Jahre zusammengepackt. Ich hoffe, dass das Dach wieder hochgeht. Jetzt können wir uns auch wieder hinstellen. Sehr schön, ja. Wenn du runterfährst, musst du den Knopf gedrückt halten oder läuft es automatisiert bis unten? Nein, ich muss den gedrückt halten. Ja, aus Sicherheitsgründen. Genau. Genau. Mhm. Zum einen das und zum anderen, wenn ich dann loslasse, sehe ich noch draußen, aber das Ganze funktioniert hinterher auch mit einer Smartphone-App. Also ich kann dann auch draußen stehen und es runterlassen. Und kann es dann überwachen. Ne? Das Kochfeld, was du da hast, ist das ein Induktionskochfeld? Nein, das ist ein Gas-Ceran-Kochfeld. Ja, okay, alles klar. Also wir werden zwei Optionen anbieten. Mhm. Gas-Ceran-Kochfeld oder Induktionskochfeld. Mhm. Gas-Ceran jetzt hier mit zwei Flammen, Induktionskochfeld mit einer Kochplatte. Ich glaube, das macht auch warm, also das Gas-Ceran-Feld. Also das Fahrzeug heizt sich ein bisschen auf, oder? Damit. Wie jeder Gaskocher auch, aber es ist halt keine Heizung. Keine Heizung. Also ich darf das nicht als Heizung verwenden. Sehr schön. Ja, die Schienen, das sind die Originalschienen von Volkswagen? Genau, das sind die Originalschienen von Volkswagen. Wir haben jetzt hier unsere V3000 drauf angepasst. Sie läuft auch genauso leicht wie vorher. Das war eine Riesenarbeit, die anzupassen, oder? Ja. Sehr schön. Ich guck mal hinten rein, wenn ich darf, dass wir das mal sehen. Ja, die Messe geht langsam zu Ende und gerade solche wirklich Dickschiffe wie Raimo überzeugen wieder neues Design, neue Hölzer, viel hochwertiger. Vorher war das ja immer so ein bisschen Selbstausbauer-Style, aber das hier, genau, da muss ich sagen, wir auch her. Das hier ist ja High-End. Das hier sieht ja aus wie hier die Top-Ausbauer hier in der Halle. Genau, das ist auch unser Ziel. Wir wollen ans obere Ende, was Qualität und Styling angeht. Das ist euch gelungen. Sehr das schön. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Sehr gerne. Ja, ehrlich, oder? Das schön, auch hier diese Detaillösung, ne, wo du den Grill da so nochmal da schön rausziehst. Den kannst du jetzt wahrscheinlich auch schön zusammenklappen. Genau. Und dann klappst du den hoch, schiebst den dann da rein. Ne? Mit einer Hand in die Ach, runter klappst du. Okay, perfekt. Ich kann ihn mitnehmen. Mitnehmen. Ich kann zum Grillen gehen. Ja, das sollte man hier den Leuten auf der Messe vielleicht nicht zeigen, dass man ihn mitnehmen kann. Jetzt ist der Grill weg. Aber es geht und dann... Hat das immer noch überlebt. Ja, das lädt er auch hier wieder ein. Ja, und dann kannst du es wegschieben und alles ist gut. Sag mal, es ist ja auch, wenn das so schön geht, jetzt mal ganz ehrlich, und so gut läuft, dann ist das ja eine Augenweide und dann will man es ja auch wirklich gerne benutzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal hier, bitte noch mal rausziehen, weil das ist so herrlich. Guck mal, der Schwerlastauszug hier. Wunderbar jetzt gemacht, die erste Stufe, wo er rastet. Die zweite Stufe, wo er auch einrastet, der geht auch nicht mehr wieder zurück. Okay. Und hochklappen geht auch ruckzuck. So, wir werden euch verlassen. Schön. Ich habe nämlich im letzten Jahr habe ich ein Auto gefilmt von euch, 29.999, ein Caddy, ist bei mir mit mehreren 100.000 Aufrufen durch das All, genau, durch die Decke gegangen und das war richtig gut. Vielen Dank, Alexander Behle von der Firma Raimo. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und du weißt selber, die Aufbautage war ja noch wärmer, oder? Da war die Klimaanlage noch nicht an, da war die noch nicht an. Wie Sau hier. Aber es ist trotzdem sehr warm hier drin, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Liebe Messe Düsseldorf, ja, vielleicht dreht ihr doch ein bisschen an der Heizung, weil du hast gemerkt, es war auch während der Tage, aber ich glaube, das sind die neuen Energiegesetze, die müssen ein bisschen wärmer machen. Ja, es ist so. Ich glaube, weil die letzten drei Tage war es ja nicht so warm draußen und dann lassen die einfach die Klimaanlage aus und es ist irgendwie nur die Belüftung läuft oder so. So ist zumindest mein Eindruck, weil ich finde es auch, ich sag mal, schwül hier. Ne? Und alles, was du anpackst, klebt irgendwie. Und du musst hier 8 bis 10 Stunden arbeiten am Tag, 10 Tage, du hast keinen freien Tag, genau. Das kommt auch noch mit hinzu. Die Messe macht um 8 Uhr auf, also um 9 Uhr sind wir hier. Um 10 Uhr macht die Messe auf, um 9 Uhr sind wir hier. Um 18 Uhr macht sie zu und wenn wir fahren, ist es so 6:30. Und immer lächeln, bitte. Und immer lächeln. Immer lächeln. Tschüss, Alexander. Ciao. Ciao. Danke euch. Cooler Lieferant, muss man sagen. Ja, Raimo gehört zu den Spitzen. Absolut. Also ich bin ja schon, sag mal, seit meinem 19. Lebensjahr mit Campingfahrzeugen unterwegs und also Raimo war eigentlich mein ganzes Campingleben lang ein Begleiter. So, Pickup-Kabinen, du bist großer Offroad-Fan, hast viele Erfahrungen mit Offroad-Fahrzeugen, besitzt sogar ein tolles Offroad-Fahrzeug und das hier, das ist wirklich gedacht, um ins gröbere Geläut zu fahren, unter anderem nach Namibia.
Genau, ja. Ich habe ja in Namibia auch eine Kabine stehen. Den Hersteller sage ich jetzt aber nicht. Die kann ich aber auf- und absetzen. Und als Chassis, also als Fahrzeug, was da drunter steht, habe ich einen Ford Raptor. Der eignet sich eigentlich nicht so ganz gut. Ist beim Gelände ein mega geiles Auto. Aber der Raptor hat halt eine geringere Zuladung, nämlich nur von 650 Kilo. Das hier sind ganz normale Ranger. Die haben eine etwas höhere Zuladung. Und von daher ist natürlich jetzt hier mit dieser großen Kabine, meine Kabine ist viel, viel kleiner, viel spartanischer wahrscheinlich, ist mit so einer großen Kabine, kannst du den Raptor eigentlich nicht nehmen. Ne? Aber ich nutze ihn eben auch als normalen PKW in Namibia. Es ist ein Stauraumwunder. Wenn du mal guckst, die Kabine von außen sieht gar nicht so groß aus, dann gehst du anschließend rein, guckst hier rein, guckst um die Ecke hier bei dem Fahrzeug und denkst dir wirklich, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Wo kommt auf einmal der ganze Raum her? Und das funktioniert wirklich. Ja, ja, das ist ja schon ein richtiges Wohnmobil. Ne? Also das ist jetzt ganz was anderes, wie da, wie ich wohl mit unterwegs bin. Ne? Das ist ja schon richtig. Guck mal hier, das ist ja alles, das ist ja mega ausgearbeitet. Küche, Kühlschrank, alles drum und dran. Und das Besondere hierbei ist ja, die müssen alles auf den Millimeter genau, den kleinsten Raum, ich sag mal, der muss hier genutzt werden. Du musst alles nutzen. Also hast keine Chance. Ja, genau. Also bei dem hier wird die Originalpritsche, die hinten drauf ist, wird abgenommen und die Kabine wird also fest auf dem Fahrzeug verbaut. Das ist jetzt nicht so eine Absetzkabine, wie ich es in Namibia halt habe, sondern das ist halt schon, das geht schon Richtung Reisemobil. Das ist jetzt nichts, keine Notlösung. Ne? Boah, ist ja schön. Der gefällt mir wirklich gut. Wir müssen weiter. Das Unternehmen heißt Oman. Buro Reisemobile. Ah, Buro Reisemobile. Alles klar. So, das haben wir. Bitte. Einmal schnell von innen zeigen. Dürfen wir. Weil das ist hier abgesperrt, dann gehe ich natürlich nicht rein, wenn es da ist. So, dürfen wir mal reingucken? Ja, gut, komm. Du ziehst hier vorne weg und zeig mir. Geht mal vorne weg. Andreas, komm mal mit. Zu dritt in der kleinen Aufsatzkabine. Ja. So, ihr habt doch ein Badezimmer hier drin eigentlich. Genau, und das wollte ich jetzt mal demonstrieren. Ja. Das ist nämlich echt ein Badezimmer für die Weltreise. Mit einer richtigen Dusche. Wie richtige Dusche? Reingehen? Ja, also wirklich richtige Dusche. Tankvolumen, was habt ihr hier? 100 Liter. 100 Liter? 100 Liter, ja. 100 Liter, das ist Wahnsinn, ja. Genau, also man hat hier wirklich Platz, richtig zu duschen. Und ich sage, heute mal nicht duschen, nur waschen. Dann mache ich Folgendes. Nein. Ach, wo kommt die denn her? Die kommt praktisch unter der Küche. Das ist ein Zaubertrick. Das ist ein Zaubertrick. Die hast du von links weggezogen, dann ist die unter dem Zerran. Wo denn hier, Andreas? Ja, hier, guck mal hier. Ja, hier. Da sitzt sie. Da sitzt sie drin. Ja. Ist das geil versteckt. Das ist ja gut gemacht. So, und ich habe vorhin Namibia gehört. Ja. Also, dann weißt du ja sicher, was ein Nationalpark und man darf aus dem Auto nicht raus. Ja. PKP ist super, kommen aber nicht durch. Aber dafür haben wir uns auch was einfallen lassen. Das heißt, ich kann von deiner Kabine aus auch vorne ins Fahrerhaus rein. Ich habe hier einen Tisch, den ich hin und her schieben kann. Schieb den mal ganz rüber. Mhm. Habe übrigens hier eine ganz tolle Besteckschublade. Nochmal so am Rand. Das auch? Also, komm, jetzt schauen wir mal weiter hier. Ich hab hier nochmal so eine Zauberluke. Tada. Nee. Ja, das ist immer genial. Ja. Ja, also Nationalpark ist die eine Geschichte, aber du hast halt eben auch mal, dass du irgendwo stehst, wo du dann irgendwie nachts dann doch irgendwie ein komisches Gefühl hast. Du musst jetzt weiter, ne? Ganz genau, dann bist du froh, wenn du nochmal nach vorne kannst. Ja, also ich hab 8 Jahre den südafrikanischen Raum bereist, ne? Ach, und von da ganz alles, was unterhalb von Angola ist. Also Namibia, Zimbabwe, Sambia, Botswana. Schau mal da rein, siehst du da was? Ja. Ja, das ist... Es nennt man Game Drive. Wo bist du denn da? Namibia. Da bist du in Namibia? Ja. Okay, wenn ich 2 Minuten zugucke, sage ich dir sogar ganz genau, wo du bist. Weil es gibt eigentlich in Namibia keinen... Mein Lieblingsplatz, Purus. Ja, okay, ja. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja. Da darf ich mal ganz kurz reingrätschen, ja. Für die Leute, Bettmaße hier, was hast du denn hier? Also pass auf, das ist der nächste Trick. Also so habe ich 2,02 Meter auf 1,40 Meter. Wenn aber jetzt irgendeiner sagt, das ist mir alles viel zu klein, dann haben wir noch einen Trick. Ja, das ist sehr gut. Aha. Machst du Längsbett? Nee, ich oben drauf, dann habe ich Längsbett. Ich pack's nicht mehr. Nee. Andreas. Das ist echt genial, ja. Hast du sowas schon mal gesehen, jemals? Ja, das habe ich schon mal gesehen, aber das war nicht in so einer Kabine drin, die auf einem Ford Ranger... Zwei Stück hast du auf beiden Seiten. Natürlich, fahr nicht alleine. Hammer, ne? Zwei Längsbetten. Das gibt's doch nicht. Sag mal, du hast einen Ranger hier drunter. Ich gehe davon aus, dass du den aber mit Luftfederung ausgerüstet hast oder ein anderes Blattfederpaket drin hast. Beides. Wir haben Luftfeder drin, andere Schraubfedern drin, andere Federbeine drin und zusätzliche Blattfedern drin. Ja, weil ich habe in Namibia selber einen Raptor stehen, der hat ja nur 650 Kilo Zuladung. Der neue jetzt, der jetzt gerade raus ist, hat irgendwie 800 oder 850. Der hier müsste ja jetzt bestimmt 1100, 1200 Kilo Nutzlast haben, oder nicht? Also speziell der hier hat eine Zuladung von 500 Kilo.
Der ist für die Show jetzt hier, oder was? Nein, Moment, stopp. Ich kann 500 Kilo zuladen. So wie er steht, plus 500 Kilo. Und was wiegt die Kabine leer? Das ist ganz schwer zu sagen. 700? Die leere Kabine hat so, also ohne Möbel 340 Kilo. 340? 340 mit Möbel sind wir so bei 800 Kilo. Okay. Und das leere Auto, also ein Single Cab, wiegt 2950 Kilo. Mhm. Mit Fahrer, vollen Tank und Wasser drin. Okay, das heißt also, man kriegt das hin. Gut, wenn du in bestimmten Ländern bist, ist das Gesamtgewicht eh egal, weil keiner wird dich das da messen. Das interessiert eigentlich nur Österreich und der Schweiz. Deutschland ist schon ziemlich liberal, da ist nicht kein großes Problem. Und außerhalb von Europa interessiert es überhaupt niemand mehr. Wirklich niemanden. Also ich war gerade jetzt in Kanada, in China, dürfen die bis 6 Meter, egal wie schwer, weißt du das? Das ist krass. Also hier vorne der Kühlschrank, ist das ein Kühlschrank hier? Ja, oder? Ja, hier haben wir einen Kühlschrank. Ach da vorne, okay. Und das finde ich mega cool. Du hast eine Sicherung, okay. Nein, einfach, der geht nicht fest. Ja, ich will nicht hier. Der ist doppelt gesichert. Okay. Schön. Man merkt daran, die Messe ist zu Ende, es ist nur noch hier Red Bull statt Bier drin. Ja. Mhm. Dafür gucken wir ja rein, wir wollen jetzt ja, genau. Nur ein schönes Feierabendbier. Ja, ich glaube, so. Im Video löschen wir wieder das Bier. Kochen wir elektrisch hier, das wäre auch. Warte mal, ganz cool. Wo? Ah, hier vorne, Klarstein. Ja. Das ist Elektrokocher drin. Bedienen das hier mit einer 400 Ampere Lithium-Ionen-Batterie. Haben eine große Solaranlage auf dem Dach. Wie groß? 360 Watt. Das ist doch gut. Den Spannungswandler, den du dann hier drin hast für das elektrische Kochen, der ist wie groß? 3500 Watt Dauerleistung, boah. 7 kW kurzfristig. Boah. Sehr schön. Von Victron, Masterwolf, wie Boss? Masterwolf. Von Masterwolf. Ja, kann ich gleich werden. Andreas, Masterwolf ist nein, ist doch super Masterwolf, komm aus dem Schiffsbau. Und ja, klar, das ist nur für die Messe hier. So, wir gehen mal raus. Ganz kleinen Schwung auf den Fernseher, das ist wieder so eingegangen. Warte, ich drehe mich mal, dann kann ich das nochmal zeigen, dass wir das sehen. Preis von der Kabine, was kostet die ungefähr? Die Kabine kostet 64.000 Euro, okay. Also da geht sie los. Da geht sie los. Und wie sie hier steht? Circa 100? Hier steht mit einer Raptor-Lackierung da drüben, liegt es bei 150. 150? Ja. Okay. Aber dafür musst du auch sagen, ist das Ding hochgradig geländegängig. Das heißt, absolut. Du kannst damit praktisch je nach Basisfahrzeug, kommst du überall durch. Ja, überall. Definitiv überall. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Buro, Reisemobile GmbH aus, kommt woher? Mering, das ist zwischen Augsburg und München. Mering? Mering, ja, also ohne H. Ohne H, also nicht in der Mosel. Genau, nicht in der Mosel. Tschüss, danke dir. Okay, ciao. Da ist er nochmal komplett. Auch wieder viel gelernt. Ich bin ein Weltreisender, steht drauf. German Television zusammen mit Andreas mal rein. Wir gehen auf große Tour. Alles außer Karthago. Heute machen wir mal alles außer Karthago. Ciao, vielen Dank. Tschüss. Der Caravan-Salon, er geht zu Ende und... Also hier, ohne Witz, muss ich echt nochmal sagen, wenn du da drin bist, dann glaubt ja kein Mensch, dass du auf einer Pickup-Kabine unterwegs bist. Das ist ja ein richtiges... Hast du das Längsbrett gesehen, wurde das rausgezogen? Hättest du das gedacht? Nee, absolut nicht. Mega. Ich habe das schon mal gesehen, aber das war tatsächlich bei einem großen Reisemobil und nicht auf so einer Kabine. Ach, ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie lang die Kabine war. Tja, wir werden es nie mehr erfahren. Was soll's, aber man kann ja nachgucken. Also es ist ja so. Ja. Also ganz, ganz vieles hier. Und hier siehst du immer wieder natürlich auch den ID-Bus. Und auch der wird ausgebaut. IDB heißt er hier in der, ich weiß gar nicht, ob das eine Studie ist, ob der fertig ist. Aber auch hier wieder mal dieses Mintfarbene. Damit willst du aber nicht freiwillig auf dem Platz stehen. Da bist du der Star am Platz. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal, ne, auffallen um jeden Preis. Dann bist du mit dem Auto auf jeden Fall richtig unterwegs. Ich finde es von der Optik jetzt gar nicht so schlecht. Es passt halt zum ID-Bus. Das ist halt so ein Auto, wo halt solche Farben halt einfach dazugehören. Guck mal hier, das ist ein richtiger Ausbau und wie man leicht erkennen kann, ist das hier eine Sitzbank, die du zum Bett machen kannst, die wird eingeschoben. Ja, auch hier wieder, ne? Also man muss echt sagen, also ich meine, klar, das ist ein elektrisches Auto, da hat man wahrscheinlich nicht so das Stromproblem, zumindest wenn man steht, aber das scheint jetzt gerade echt ein Trend zu sein, der zieht sich ja einmal hier so durch, ne? Es riecht ganz lecker hier dann. Genau, es riecht... Es riecht so nach Öl. Ja, Öl, ich hätte es nicht nach... Holz hätte ich es. Holz, ja. So. Holz geöltes Holz. Genau, geöltes Holz. Das kann sein, ja, tatsächlich. Es riecht so nach Kindertagesstätte so ein bisschen. So. Ja, auch hier siehst du, ne, klar wieder, ne, schön alles ausgefräst, schön ums Gewicht zu sparen halt. Mich würde jetzt mal interessieren, was so ein Auto wiegt. Der ist ja schon als ID-Bus, also nur rein elektrisch, schwer. Mega schwer. Der wird ja mit Sicherheit schon irgendwie 2,5, 2,6 Tonnen wiegen oder Guck mal, da hinten ist so ein Brett, das kannst du wahrscheinlich rausziehen. Andreas, magst du mal probieren? Das hier, meinst du? Ja. Mit Sicherheit, ja. Das wird dann irgendwann mal wahrscheinlich Tisch werden oder so. Aber vielleicht kommt ja mal irgendeiner, der uns das erklärt. Aber ich denke mal, das ist ja auch nicht schlimm. Das kriegen wir auch alleine hin. Ich glaube, das ist ein Tisch, ja. So, da sind wir, die Firma Nordven. Und wir zeigen euch jetzt mal nochmal einen Kollegen.
Mare Camper. Die sind aus Hamburg. Und der Mann, der hat sich verschrieben, ganz kleine Anhängerchen zu bauen. Ja? Und die haben dieses Konzept Mare Camper von Nordwern ausbauen lassen. Die kenne ich nämlich zufällig. Und da hinten sitzt er auch, wenn ich ihn mal ganz kurz sehen darf. Ich grüße dich herzlich. Ich merke schon, der Sonntag, du fängst an zu chillen, Patrick. Ja, natürlich. So, ich darf dir vorstellen, dass Andreas... Hallo Patrick, grüß dich. Hi, Andreas. So, der Andreas, wir machen gerade mal eine ganz große Standbegehung und sind natürlich auch beim Mare Camper gelandet. Großer Erfolg, oder? Sehr schön, ja. Freut mich, dass du da bist. Ja, wir haben extrem viele positive Reaktionen bekommen, weil ja, der Ausbau ist natürlich wirklich ein bisschen anders, als man ihn vielleicht kennt. Sehr, sehr zurückhaltend. Die Ausbauqualität, Andreas, was fällt dir direkt auf? Ja, das ist top gearbeitet, ne? Auch alles schön rund gefräst, keine eckigen Brettchen, die du einfach durch eine Säge jagst. Da ist schon Handwerkskunst dahinter. Ne? Du bist aus Hamburg, bist, oder? Ja, genau. Hamburg und wo noch? Mülheim-Kärlich bei Koblenz und Dasing zwischen Augsburg und München. So, das ist der T6.1. Wie seid ihr an die Autos noch rangekommen? Ja, wir können zum Glück auf ein paar noch verfügbare Fahrzeuge zurückgreifen. Also bei den 4Motion wird es tatsächlich zum Jahresende eng. Von den anderen, ja, denke ich mal, haben wir noch bis zum Frühjahr was. Aber wir bauen ja auch nur auf 150 PS Dieselautomatik auf, also nicht auf der großen Maschine. Ich merke so ein bisschen, das waren so die letzten 10 Tage, die haben so ein bisschen an deiner Kondition gerüttelt, ja. Also nur Diesel auf und dann mal. Heute ist Sonntag, es sind noch 4 Stunden, du musst noch durchhalten. Ja, du wächst mich jetzt auf ein bisschen. Der Anteil Allrad bei den Fahrzeugen, die ihr baut, prozentual, kannst du das etwa festmachen? Halbe, ja. Ich habe das mir auch in der Richtung so vorgestellt, ja. Ist das hier Gas oder was ist das, Kochfeld? Das ist Gas-Ceran. Mhm. Ja, soweit ich weiß, bauen auch nur wir das so ein. Weil Vorteil ist, ich bin autark über die Gasanlage. Ich brauche keinen Außenstrom für ein Induktionsfeld. Sieht gut aus, einfach zu reinigen und ich verliere keine Abstellfläche. Ne? Cool ist diese kleine Klappe hier, zeig mir die mal. Die hat der Andreas noch nie gesehen hinterm Sitz, weil die unterscheidet dich von allen anderen. Und das ist so ein kleines Designelement mit Funktion. Also das wird dir erstmal zeigen. Da hast du so einen kleinen Raum, den du richtig nutzen kannst. Aha, okay. Weil das Problem ist, da ist normalerweise immer offen. Ja, das ist ein toter Raum eigentlich und den kann ich jetzt nochmal nutzen und ist trotzdem, ich sag mal, vor Blicken geschützt. Ne? Als Ablage. Dann die Schlösser, die kommen aus dem Schiffsbau. Alles, was hier verbaut ist vom Boden, über die Beschläge, über alles andere, kommt mehr aus dem maritimen Sektor als aus dem Campingsektor. Ne? Also du siehst ja keine Dometic, Tedford, irgendwas. Also das hat auch noch einen anderen Hintergrund. Die Küche ist so gestaltet, dass du auch mit dem Fahrersitz für große Leute wirklich bis nach hinten auch fahren kannst, was im Beach und Kalifornien ja nicht möglich ist. Also auch große Leute fühlen sich hier auch wirklich wohl. Patrick, du bist ja groß. Du bist 1 Meter, deswegen haben wir das ja auch so gemacht. Fast 1,90 Meter, oder? Ja. So ist das. Ja, da drüben was anderes. Und die beiden Fahrzeuge unterscheiden sich jetzt Innenausstattung, Farbe? Oder was ist? Ja, Layout ist gleich. Dekor ist ganz anders. Beleuchtungskonzept ist auch das gleiche. Basisfahrzeug ist jetzt hier anders. Das ist ein ganz normaler Frontantriebler. Aber ja, das ist so ein bisschen dunkler, ein bisschen kuscheliger vielleicht. Das ist reine Geschmackssache. Kann man aber auch kombinieren, wie man möchte. So, der Laden heißt Wheelhouse, Andreas. Und wenn du mal irgendwann in Hamburg bist, was eher selten der Fall ist, oder oft in Hamburg? Letzter Zeit nicht mehr. Ich war früher schon mal öfters in Hamburg, aber jetzt in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr. Also Hamburg, Mülheim-Kärlich und wir machen einen letzten Blick noch in diesen tollen Bulli. Dann gehen wir weiter im Programm, denn die Fahrzeuge wird es bald nicht mehr geben. Da ist End of Life, richtig? Ja, leider, ne? Also aus unserer Sicht natürlich völlig unverständlich, aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe ja im Ford bin ich ja gesessen, in dem neuen VW. Und der ist auch richtig toll. Also gefällt mir sehr gut. Ja, aber kommt natürlich nie an das Image eines Bullis, was über 50 Jahre gewachsen ist, ran. Ne? Das ist klar. Sagt Patrick Nüsken. Tschüss, Patrick. Noch viel Erfolg in der Restmesse. Tschüss. So, der Ford, es war ja so, während der Pandemie konnten ja viele nicht liefern und ganz viele neue Hersteller von Kastenwagen kamen auf einmal zum Zug, unter anderem Ford. Genau, also Ford ist natürlich jetzt aufgrund der Chassis-Engpässe, die man gehabt hat in den letzten Jahren, ist Ford ein absoluter Player geworden auf dem Markt, der auch bei vielen Reisemobilaufbauern mittlerweile fest im Programm aufgenommen ist. Ja? Und das ist ja auch so kein schlechtes Auto, ne, vom Design. Du weißt, wo der herkommt, der Hobel? Der Wischino.
Der wird nicht in Köln gebaut. Der kommt aus der Volksrepublik China. Ich das muss mal ich ganz nicht gewusst. Echt? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde es mal fragen. Ich kann auch total daneben liegen. Aber das fängt schon hiermit an. Guck mal hier, sowas baut doch kein Deutscher ein. Guck mal hier, eine Hubstützenanlage in der Form. Hubstützenanlage, ja genau. Ja, das ist schon der Knaller, ne? Ja. Also ich habe im neuen Morelo habe ich keine drin und der hat sie im Ford drin. Ich bekomme einen Anfall, aber es sind noch viele mehr Detaillösungen. Are you from China? Korea. Korea. Ich nehme alles zurück. Ja, so Andreas. Andreas, Sie kommen aus Korea und nicht aus China. Das ist was ganz anderes. Ich hab's gehört. Die sprechen auch nicht Chinesisch, die sprechen Koreanisch. So you speak Korean and I have a phone from Samsung. Okay. And I have a TV von Samsung. Ich kann Deutsch sprechen. Deutsch, super. Das ist klasse. Sag mal, das Fahrzeug hier, das hat ganz viel Aufmerksamkeit, oder? Ja, momentan ist sehr viel. Sehr, sehr viel los, oder? Ja. Viele Leute daran interessiert, ja. Ihr macht alles ganz anders, oder? Ja, ich denke schon, ja. Also die anderen Leute sagen, diese also Innenausstattung ist ganz anders als andere europäische Autos. So, ihr habt natürlich nur irgendwelche Elektrogeräte aus Korea eingebaut. LG. Also, ja, viele elektronische Dinge drin, ja, so Option, also diese zum Beispiel diese Panoramafenster. Ja. Jo. Andreas, ja. Der kommt aus Korea und der ist gut gemacht. Ich habe schon gehört, der kommt aus Korea, ganz genau. Heizt auf Diesel, die Webasto hängt unten drunter. Elektronische. Okay. Das geht von selber, wie von Geisterhand. Ja, da haben die Jungs Spaß, ne? Wenn muss elektrisch gehen, Knöpfchen, da muss ich was bewegen. Das ist Aber hier allein hier die Sitzbank, guck dir doch mal die Sitze an. Das hat doch mit normalem Sitzen noch nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn, dann muss das Ganze so sein wie so ein Gaming-Chair, der perfekt angepasst ist. Wie ist das cool, da zu sitzen? Ja, du sitzt da gut drin. Er ist schön ergonomisch geformt halt, ne? Der Sitz, der könnte jetzt für mich noch eine Perforierung haben, weil es ist ein Vollleder. Ich denke schon, dass du im Sommer da dran schwitzen wirst, aber von der Ergonomie, wie der geformt ist, ist der schon nicht schlecht. Ne? Schon nicht schlecht. Ich zeig mal, der ist total hart aufgebaut, richtig, richtig dick bepolstert. Dann hast du hier eine kleine HiFi-Anlage, hier einen Verstärker mit drin, also alles ein bisschen anders gedacht. Ja. Eine Automatik hier eingebaut und hier die Bank. Was hat die für eine Funktion, die Bank, hier die Sitzbank? Ja. Kann man die bewegen? Oder? Ja, natürlich. Ja. Also meistens sitzen hat senkrecht und dann sehr schwer lange Strecke zu fahren. Mhm. Aber das kann man so ein bisschen anwinkeln. Ja, und dann kann man vorne ziehen und dann noch mehr. Und dann gibt es auch noch zusätzliche Funktionen. Damit kann man eine zusätzliche Bett machen. Ja. Also okay. Natürlich muss man diesen Tisch weg. Ja. Da darf ich das mal sehen mit dem Bett, wie das geht? Ja, wenn wir den Tisch mal rausnehmen? Kriegst du es reinnehmen? Ja. Allein der Tisch hier, der ist schon ganz anders wie unserer. So, und dann kommt das. Nee, es hat eine Arretierung, guck mal. Du ziehst da dran, dann machst du es auf. Aber er wird uns das gleich mal zeigen, weil ich bin im Moment noch nicht so ganz klar. Okay, geht mal hin, hier, Andreas. There is a open light system, so you know this. There is a divide. Okay. Two sections, so. Ja, alles klar. Okay, ja, ich verstehe. And you can take it off. Those things. And then Yep. Ist es vielleicht noch nicht so ganz ausgezogen? Ah ja, jetzt passt. Und dann schläft so ein kleines Kind, schläft dann da mit dem Sitz hinten dann, oder, Andreas? Ja, relativ schnell gemacht, ne? Scheint okay. Praktikabel zu sein. Ist das denn bequem, wenn du mal drauf fährst? Ist das gut gepolstert? Soll ich mich mal Genau, wenn du mal gerade drauf gehst. Mach ich jetzt, komm. Genau, du kannst da vorne auf den Sitz einfach mal drauf gehen und legst dich einfach mal hin. Hier ist in Danger Zone. So, ist vielleicht ein bisschen. Ich bin zu groß, ich bin 1,82, aber eine Person bis 1,50, die kann da drauf liegen jetzt. Ne? Die wird, die Person, die 1,50 ist, die hat auch ein anderes Gewicht, wie ich jetzt hier habe. Und ich denke mal, die kann schon. Jetzt mal, schlafen. Andreas, hast du schon mal einen LG gesehen, der von beiden Seiten zu öffnen ist? Nee, tatsächlich nicht. Deswegen gucke ich mir den gerade so interessiert an. Weil ich kenne jetzt eigentlich nur von Dometic. Ja. Und das ist ein Kompressorkühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank von LG. Und hast du das Gefühl, wenn du den aufmachst oben, dass das nicht so hakelig ist wie beim Dometic? Das ist mehr so,
Ich weiß gar nicht, du machst also, den zu. Also der schließt und öffnet sich perfekt, ja, aber das macht der Dometic meiner Meinung nach auch. Also da habe ich jetzt auch nichts zu motzen. Ja, ich muss unten immer, weil der ja so eine riesen Leiste hat, mit dem Fuß nachtreten, echt? Dass der unten auch noch zugeht. Das liegt aber an dir, weil du so ein Grobmotoriker bist. Das stimmt, ja. Liebe Firma Dometic, ich bin zu blöd, euren Kühlschrank zu bedienen. Ja, das gebe ich offen zu. Aber guck mal hier, allein schon der Himmel, Andreas. Mhm. Ja, es ist schön gemacht, absolut, gar keine Frage. Der Himmel fühlt sich ja von der Haptik schön an. Das ist richtig schön und ja, großes Bett hinten drin. Hast du keinen Fernseher? Nein, warte, ich komme mal gerade von hinten und guck mir das mal an, dass wir das mal sehen. Also das ist das Bett, ja, das ist übrigens die Garage, wenn wir schon gerade dabei sind. Jetzt komme ich hier hoch und da ist ein riesen, wir sind im Kastenwagen, Andreas. Ja, ein riesen TV hier drin, keine Ahnung, der hat bestimmt irgendwie... weiß nicht, 24, 28 Zoll und dann hier in der Nähe hier. Das ist ja echt Heimkino, ne? So, die haben eine Doppelkolben-Inverter-Klimaanlage eingebaut hier in einem Kastenwagen. Das ist der Hammer. Die ist ganz leise und sie geht auch nicht immer an und aus. Dann ein Riesenbett hier drin, das Bettmaß. Wie groß ist das Bett? Also im Prinzip 1,90 Meter, aber ein bisschen kleiner als 1,90 Meter, ja? Okay. Wegen dieser Rahmen oder die Ecke und so weiter. Dann, Andreas, guck mal hier bitte diese Küche an. Das ist doch schön gemacht. Ja, was natürlich ist das Spülbecken? Das ist natürlich riesengroß. Das ist ja ein richtiges Haushaltsspülbecken. Da kann man jetzt echt nicht meckern. Ne? Sie ja? können auch diese Kupp ziehen. Kupp. Könnten Sie das Kupp? Ich zeige Ihnen noch. Genau, er kommt mal gerade rüber zu dir, Andreas, und zeigt es dir mal. Was ich vermisse? Was denn? Er wird mir wahrscheinlich jetzt sein. Kann man auch das ziehen und dann. Ah ja, okay, ja, so eine Tellerdusche. Ja. Ist Kochfeld. Kochfeld. Kochen? Also, wir haben noch kein Kochfeld eingebaut. Okay, kommt alles in die Mikrowelle. Nicht nur Mikrowelle, sondern wir bieten auch externe Induktion an. Ah, okay. Also weil draußen. Wir haben sehr große Batterie drin und dann ja. Ja, so, okay. Ich komme mal gerade zurück, dann zeige ich mal die Mikrowelle. Der Andreas hat sie schon entdeckt. Die Mikrowelle ist nämlich da, wo sie auch hingehört. Nämlich, also hier ist schon mal die Hubstürzanlage, dass ihr die seht. Also die ist hier die Steuerung direkt drin. So. Dass man sie gut bedienen kann. Ich bin am Duschen hier. Du bist ein großer Mann. Du bist 1,85 Meter zur Tendenz. Mit Schuhe 1,85 Meter. Mit Schuhe 1,85 Meter und du hast riesen viel Platz. Ja, und also hier kannst du auch drin duschen, das ist überhaupt kein Problem. Warte mal, der hat hier auch so eine schöne Duschtür, die wir bei uns im Malibu drin haben. Aber hier die Mikrowelle, Andreas, das ist da wohl genial platziert unter dem Bett, oder? Ja, die nimmt da keinen Platz und nichts weg, ne? Ja, absolut gut. So, wir sind wieder mal am Stand von Korea. Summit RV heißt das Ganze. Und er wird wann nach Deutschland kommen? Also wir suchen jetzt Vertriebspartner. Okay. Also. Ist das schon ein Preis von dem hier? Deswegen, wir würden nicht so sagen. Also Endpreis müssen wir mit. Ungefähr? Ja, wir versuchen so niedrig wie möglich, aber das hängt von unserem Vertriebspartner. Also ungefähr wie viel? Ungefähr 80.000 Euro. Okay. Ich krieg Angst, weil das hier ist von der Ausbaustufe. Guck mal hier, das ist was ganz anderes. Ganz anders wie die Deutschen, ganz anders gedacht. Andere Materialien, andere. Ja, vielleicht ist da auch die Arbeitszeit ein bisschen günstiger, dass die da vielleicht mehr Handarbeit reinstecken können. Ja, natürlich, die Arbeitskräfte sind da eben wesentlich günstiger und von daher kannst du natürlich auch so ein Auto günstiger produzieren, gar keine Frage. Ne? So, da vorne ist das Logo abgeklebt, hast du gesehen? Ja. Ich weiß auch warum. Der gleiche Name in Europa gibt. Ja, es gibt den Namen schon in Europa und deswegen haben die es abgeklebt. Das Auto ist nur für Korea, also wir müssen andere Vertriebspartner suchen. Okay, das heißt, wenn das später kommt, kriegt das einen anderen Namen, richtig? Genau. Genau, es gibt nämlich schon Summit, aber das habt ihr nicht gewusst wahrscheinlich in Korea. Unser Name ist Forage Active. Genau, ich zeig das mal, wie ihr heißt. Forage Active. Forage Active, da ist es mit drauf. Und die Flagge von Südkorea, das ist da. Genau. Sehr cool. Ja, tolles Fahrzeug. Eigentlich hier gibt es noch Dieselheizung drin. Ja. Und dann Bodenheizung und Matrizheizung auch möglich. Matratzenheizung. Eine Matratzenheizung? Ja. Andreas, ich wollte schon immer eine Matratzenheizung. Ja gut, das haben wir bei uns bei den großen Wohnmobilen auch. Ich nicht, ich schlafe lieber kühl, aber es gibt ja Leute, die frieren auch in der Nacht anständig. Die sind froh, wenn sie eine Matratzenheizung haben. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind am Stand von Forage Active. Und das Ganze mit Hubstützenanlage, Klimaanlage, allem drum und dran.
aus Korea. Wieder mal was ganz Neues. Interessant, oder? Ja, absolut interessant. Auch interessant zu sehen. Was? Solarpaneele. So Solarpaneele. Schön unterflutet auch, ne, mit der Klimaanlage oben drauf. Interessant zu sehen, wie die Sachen gebaut sind. Ne? Also viele Dinge, die ich darin sehe, die kommen mir bekannt vor. Ne, wie beispielsweise die Hubstützenanlage, allein die Steuerung. Also das ist 1:1, sieht man das auch schon mal bei einem anderen Hersteller. Es sieht fast aus wie eine Kopie. Nein, das hätte ich ja jetzt nie gesagt. Ja, aber guck doch mal. Also haben wir da alles schon mal gesehen. Aber wie will man denn so eine Steuerung auch anders machen? Das geht gar nicht anders. Ja, aber ich kann ja wenigstens die Knöpfe ein bisschen anders anordnen. Na, aber du siehst hier schon, dass man sich da Anleihen an meinen Videos. Dass man sich da Gedanken macht. Die haben meine Videos geguckt, ja, glaub mir. Ja, auch deine, ja genau. Man macht sich da schon Gedanken. Ne? So, wir müssen weg. Vielen, vielen Dank. Danke, ciao, ciao. Weiter geht's. Wir sind in Halle Nummer 15, gehen zu Robeta. Und Robeta haben wir dieses Jahr nicht gefilmt, weil irgendwie keine Zeit gehabt. Aber ganz, ganz wichtig. Und X-Bull steht auch noch hier. Das sind unsere Nachbarn. Die sind übrigens der Grund, warum ich gestern so abgestürzt bin. Ja, weil die genau er. Ich darf Ihnen mal genau kurz zeigen. Hier. Hi. Ja, guck mal da. Den haben wir da. Die Ossis. Ja, genau. Ja, mein Freund, wie sieht's aus? Haben wir nicht gesehen, würde ich sagen. Erst gestern Abend und es war... Warst du dabei, als der anrief? Ja, ja. Als ich um die Uhrzeit die Nummer sah, ne, wusste ich schon, das kann nichts Gutes bedeuten. Okay. So, ihr habt ein preiswertes Einsteigermodell gebaut. Ja, du spielst da auf den Preis an, also dann antworte ich da auch, geht bei 260.000 los. Aber man muss sich das Auto mal angucken, dass man sieht, was auch dahinter steckt. Das ist nichts für den Andreas, weil der hat von seiner Frau nur Genehmigung bis 250.000 direkt zu kaufen. Oh. Das heißt, du müsst... Da können wir drüber reden, also wenn man da irgendwas rauslässt. Das finden wir doch noch, oder? Ja, da kannst du doch noch nachlegen. Lass mal ein E-Bike weg, dann passt es schon. Ja. So, fangen wir mal von vorne an. Der hat einen Igelhaut Performance drin. Das heißt also keine normale Allrad, du kennst dich aus. Das ist alles ein bisschen anders. Ja, also der Igelhaut ist nochmal eine ganze Ecke, ich sag mal, ja, anders gebaut, als wie der Allrad, den du bei Mercedes so von der Stange her kaufen kannst. Das geht bei den Achsenverstärkungen etc. los. Der Mercedes Allrad ist zwar mittlerweile schon echt, echt gut geworden, aber Igelhaut ist dann nochmal eine andere Nummer. Ne? So, X-Bull baut speziell Igelhaut. Man kann ihn auch im Original kriegen. Der hat jetzt, glaube ich, drei Sperren sogar oder zwei. Zwei Sperren. Also das ist das kleine Paket. Sieht man auch Igelhaut Performance. Da hat er nur eine Sperre auf der Hinterachse. Ah. Man kann ihn aber auch so ausrüsten, dass man einen Heckantrieb kauft und dann baut ihn Igelhaut komplett um mit drei Sperren. Also dann haben sie eine neue Vorderachse drin. Dann ist ein Verteilergetriebe drin, was zu Sperren geht. Und auch hinten die Achse. Das heißt, dann hast du drei Differentialsperre mit einer Logikschaltung. Das heißt, du gehst über die mittlere Sperre, dann die Hinterachse und dann die vordere Achse gehst du dann in den Sperrmodus rein. Richtig? Genau, ganz genau. Genau, so wie beim Mercedes G-Modell dann halt. Ne? Ja, das ist der Albtraum. Alle wollen da hoch und du hast mir erzählt, irgendwann hast du die Sperre mal weggenommen und da gab es Schlangen, die waren 15 Meter lang von allen, die hoch wollten, oder? Naja, so, ja, wir müssen tatsächlich gucken, wenn man hochlässt. Also ist auch nicht ganz ungefährlich, muss man sagen. Ne? Wenn jetzt Kinder oben sind, spielen, also wir sagen immer hier auf eigene Gefahr, aber man muss eigentlich auch daneben stehen. Siehst du ja auch unser Standpersonal daneben, dass da hier nichts passiert. So, der Andreas sucht den Goldschatz unter dem Auto, aber die Bodenfreiheit ist ja schon ordentlich. Länge 7 Meter? Ja, 47er. Das ist tatsächlich der längste Sprinter und das war halt die Herausforderung, den so ein bisschen geländegängig zu machen, dass man weiterkommt als ein normales Wohnmobil und sein... Hochlegen. Ja, hochlegen. Also der ist jetzt 120 hoch, dann haben wir es immer noch mal 40 Zentimeter noch mal draufgepackt. 160, oder? Ja, genau. 160 Meter, 160 Millimeter Höherlegung. Ja, ist schon eine Menge, ne? Ja, genau. Ja. Also 12 kommen vom Mercedes schon alleine und dann haben wir nochmal 40 draufgepackt. Und jetzt hinten noch die Luftfeder, du kriegst hinten nochmal 8 Zentimeter ausgehoben. Ja, da habe ich gerade nachgeguckt, nach der Luftfederung, ja. Ne? Ja. Ich meine, die Bodenfreiheit bei dem langen Radstand im Gelände brauchst du die auch. Da muss man fairerweise dazu sagen. Absolut. Das ist genau das Thema gewesen bei dem ganz langen. Der Überhang ist halt sehr lang. Ja. Und von daher kann man das mit der Luft. Guck mal hier, das Schlafkonzept, das ist so geil. Du kannst das Bett oben rausnehmen, du kannst es in der Höhe verändern, das Bett. Das ist total klasse, weil das einfach nur hier eingehangen ist. Guck mal. Ja, ich hab's schon gesehen. Und das ist so easy, das kann eine Person machen, wenn du mir das gerade mal zeigst. Also ja. Guck mal hier, Schwerlastauszüge. Ja. Andreas, hättest du die Möglichkeit, dich da mal draufzustellen auf den Schwerlastauszug, wenn er ausgezogen ist? Andreas, ja? Ja, komm. Hast du ordentliche Versicherung? Du musst jetzt wissen, ob du hinter oder vor oder wo auch immer deinem Produkt stehst. Also ich habe 102 Kilo. Fang mal da hinten an. Ja, komm, ich will das Auto jetzt nicht. So, wenn du das mal so hältst, dass es nicht mehr zurückgeht, dass der Andreas auch sicher ist. Genau. Bitte mal fester halten.
So, er hält das fest da rein. Der Andreas geht drauf, zeigt das mal. Und jetzt komm mal nach vorne. Soll ich wirklich? Ja, mach. Also ich mach mal hier die Sicherheitsseite. Ich habe jetzt nicht viel Kraft, aber... Also bis hier gehe ich weiter noch. Nee, weiter, Andreas. Geh weiter. Die Simone hat's auch gemacht. Die Simone hat's auch gemacht, ja. So, jetzt haben wir also schon ordentlich. Und du merkst, er gibt ein bisschen nach, oder geht's noch? Ja, also ich habe tatsächlich nur eine Sicherheitshand. Andreas, weitergehen, Andreas. Geh weiter. Weiter, geh weiter. Geh weiter. Weitergehen. Geh weiter, Andreas. So, und das ist ja mal ein Schwerlastauszug. So, und das ist der lebende Beweis. Er lässt los. 21, 22. Das ist ein Schwerlastauszug, der den Namen verdient hat, weil jetzt ist der Marein-Test beendet. Boah, jetzt habe ich auch Schweißbeeren hier auf der Stirn. Jetzt hast du mich echt zur Leistungsgrenze gemacht. Mein lieber Schwein. Und das ist alles, das rollt nach wie vor. Also ist ja, nichts also verbogen oder so. Nein, das Hauptthema ist ja eigentlich tatsächlich, dass das da hinten ordentlich verankert ist. Ja. Ne? Und wir haben ja dann ein paar Airline-Schienen, die haben wir nach unten jeweils viermal verankert. Und das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Also ohne Spaß jetzt, ne, kann ich jetzt mal so sagen, was habe ich erlebt, als ich gerade da drauf stand. Ne? Also ich habe nicht erlebt, dass das Ganze jetzt so halt jetzt irgendwie nachgegeben hat. Das Einzige, was ich gespürt habe, ist halt diese Aluminiumplatte, die Punktglas im Aluboden, dass der Aluboden, ja, ich sag mal, ein bisschen nachgegeben hat. Aber hier an der Konstruktion, da ist nichts gegangen. Ne? So. Also, perfekt. Ich zeig mal, so eine typische Anwendung ist so eine Kühlbox. Und wenn du die mal gerade rausfährst, ja, das ist natürlich jetzt ein Wunder, was jetzt passiert. Fahr mal weiter. Noch weiter. So. Und jetzt ist Schluss. Und das ist doch, guck mal hier, du kommst richtig an die Kühlbox ran und kannst hier vorne noch ein Kind schlafen lassen. Und die Kühlbox, die macht kalt. Ja, die macht ordentlich kalt. Das ist tatsächlich jetzt die größte, die es jetzt hier von Domedic gibt. Kannst du eine Seite kühlen, andere Seite gefrieren. Sehr schön. Und obendrauf zeigt man das Bett, wie man das verändert von der Höhe. Dass wir das einmal sehen. Genau, du gehst einfach hin, entriegelst hier. Genau, du musst einfach erstmal hochheben und entriegeln nach oben brauchst du gar nicht. Du kannst es einfach auf die Höhe schieben. Und dann machst du das nach und nach und dann kann jeder... Das Geile dabei ist, du kannst, wenn der Wagen schief steht, das Bett damit auch anpassen. Naja, ich würde sagen, wenn er hinten hängt schief, in der Richtung würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Da musst du wirklich bis durchkrabbeln. Aber wenn er... Es würde gehen. Es würde gehen. Theoretisch genau. Würde es gehen, ja. Du kannst quasi wie eine Hubstürzanlage fürs Bett arbeiten. Und das haben wir auch schon mal geübt. Naja, das ist aber ein Nebeneffekt gedacht. Ist es eigentlich, damit man die Höhe auf seine Fahrräder einstellen kann. Wenn man Bikes drin hat, kann man das genauso einstellen, dass man möglichst wenig Platz hier unten verliert und oben Schlafplatz, mehr Schlafhöhe bekommt. Ja, es geht los. 42.000 Euro in Verbindung mit dem Fiat Panda. Das ist... Nee, ihr baut nur Mercedes, oder? Ja, wir bauen nur Mercedes, tatsächlich. Ja, das Konzept ist tatsächlich genau auf den Sprinter ausgelegt, auch nur auf den ganz langen, weil wir haben jetzt hier 2 Meter Längsbett drin, ein Bad, was gut funktioniert. Und auch der ganz lange, das passt ja zu dir. Wenn du mal kurz mitkommst, dann zeigen wir das mal, denn nein, ihr habt entweder 7 Meter oder 7,40 Meter. Es gibt bei euch nichts anderes. Nee, wir haben tatsächlich nur 7,40 Meter. Also das Konzept kriegen wir nur in 7,40 Meter rein. Also ganz lang heißt, du bist groß. Wie groß bist du denn? 1,92. 1,92. Und du hast es, Konzepte zu bauen, wo große Männer nicht reinpassen, richtig? Ja, das ist tatsächlich öfter mal die Anfrage, dass wir Leute haben, die da auch in der Größe sind. 1,90, 1,95. Guck mal rein, Andreas. Das ist doch schon edel, oder? Ja, das sieht also richtig edel aus. Mach mal auf gerade. Genau, mach mal auf. Und jetzt kommt der Andreas mal rein. Und der Andreas, glaub mir, der fährt einen Mercedes, der kann in der Kurve durch sein Luftfahrwerk gegen die Kurve arbeiten, sodass du quasi in die Kurve gedrückt wirst und schneller fahren kannst. Oh ja, okay. Und so ein Auto fährt er. Was hast du denn? Ja, ist ja egal, was das für ein Mercedes ist. Es ist halt diese, jetzt sag mal. Dieses neue aktive Fahrwerk, was die haben. Der legt sich wie ein Motorrad, legt er sich in die Kurven rein. Ah, ja. Das ist ein Mercedes GLS, ist das. Okay. Ne? Und der hat auch diese Freischaukelfunktion. Ne? Dann wippt er so wie die amerikanischen Autos, wenn er halt jetzt im Sand halt sitzt, damit du dann halt wieder aus dem Sand rauskommst oder so. Ja, okay. Das wirst du wahrscheinlich nie brauchen, aber das mit der Geschichte, dass er sich in die Kurve legt, das ist wirklich super angenehm, gerade in langgezogenen Autobahnkurven oder so. Du sitzt da wirklich wie, also wie im Motor, du merkst richtig, wie der sich neigt. Ja? Und wenn du halt jetzt Unebenheiten in der Fahrbahn also, du hast, in die Kurve mit beim das Fahren. Auto macht das. Also das ist von ganz allein. Also du kannst wirklich ein Glas Wasser hinstellen, also das geht wirklich so, das ist wirklich genial. Ja, genau. So, jetzt habe ich eine kleine Bitte. Wir sind in einem Sprinter. Beschreibe doch mal das Platz. Ja,
also der Sprinter, das Platz, der Sprinter hat ja eigentlich immer so den Nachteil, dass er halt so schmal ist. Ja, ne? Das genau. Muss man einfach mal so sagen. Genau, da fehlt einfach mal 6,5 cm zum Fiat Ducato. Richtig, das ist ein Grund, absolut. Und du hast natürlich auch immer beim Sprinter die Herausforderung, vernünftige Dachstaukästen halt zu bauen. Ja. Aber wenn du jetzt hier reinkommst, hast du jetzt nicht das Gefühl, dass du so einem, ich sag mal, schmaleren Fahrzeug unterwegs bist. Ja. Ne? Also du hast die Möbel hier drin, hast du wirklich so angepackt und so von den Maßen hier reingebaut ins Auto, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass das Auto nicht so schmal ist. Ja, genau. Also wir haben es tatsächlich versucht, so ein bisschen luftig zu gestalten. Du siehst, wir haben auch speziell hinten auf Hängeschränke verzichtet, einfach um dieses Raumgefühl zu haben und sich auch beim Schlafen hinten nicht irgendwo stoßen zu können. So, jetzt mal eine Frage, warum waren da jetzt so rote Hebel da in dem... Ja, kann ich das sagen, habe ich schon erkannt. Du kannst das ausziehen, kannst hier nochmal ein Bett draus machen und damit die Schublade nicht in der Luft hängt, kannst du das runterklappen und kannst dann damit eben... Stempel. Also das ist einfach eine Erweiterung von der Sitzbank. Andreas, du kannst mal hinten, aus dem Schubfach da oben ist das Polster drin, ich klemme das mal so hier auf, das ist so gemacht, dass wir hier jetzt ein Polster nehmen können und legen das Polster einfach hier ein. Ich habe das jetzt aus der Position, zack. Und jetzt hat man eine breitere Sitzbank und kann jetzt noch schön abends auch mal zu zweit drauf sitzen. Oder das kann sich einer in die Ecke flitzen, die Füße hochlegen und das funktioniert auch. Und selbst dann geht Kühlschrank noch auf, ist es alles noch entsprechend zu bedienen. Sagen wir hier 260.000 Euro, schnappen die Leute ja schon mal und sagen, würde ich schon gern haben, aber... Ja. Also gibt es tatsächlich, aber die meisten sagen dann auch, okay, im ersten Augenblick ist viel und wenn man es dann erklärt, dann ist auch das... Dann ist weniger. Nee, dann ist es nicht weniger, aber dann ist es verständlich, wo der Kostenblock herkommt. Gut, es gibt aber zum Glück genug Leute, die 260.000 Euro noch haben, oder? Naja, ich sag mal, für uns sind es tatsächlich, wir brauchen nur 12 Kunden im Jahr. Also es wird bei uns limitiert bleiben. Wir schaffen nur 12 Autos im Jahr. Und jeder kann sich das Auto sozusagen farblich zusammenstellen, wie er es möchte. Der Kunde, echt ist es dabei bei dem Preis? Ja, das ist natürlich dabei. Ist so angenehm, bei 260.000 Euro. Also ich sage immer, du kannst ihn ganz weiß machen, bis ganz schwarz. Also wir haben da alle Varianten. Jetzt mal eine Frage, kaufen die Leute den gerne so, genau wie er hier ist? Ja, das ist, also wir haben tatsächlich, das ist ein Kundenfahrzeug, in dem wir sind. Der Kunde hat genau vor einem Jahr hier gestanden und hat gesagt, ich möchte das Auto genau so haben. Ach. Und jetzt haben wir gemacht, ja, haben wir gebaut. Und wenn du sagst, ein Jahr Lieferzeit für so ein Auto, wenn einer sagt, ich will ihn haben, ein Jahr oder was? Naja, 9 Monate, das Auto war jetzt tatsächlich schon draußen. Wie eine Schwangerschaft, ne? Ja, so kannst du es auch sagen, genau. Also so genau kriegen wir den Termin leider nicht immer hin, wie das da klappt, aber wir versuchen das immer. Dann sollen wir uns das Bad mal anschauen, weil das ist ein Highlight. Also das Ding kommt zurück, das hat übrigens einen festen Platz. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das Ganze geht. Viel macht ihr mit Köpfchen, das heißt, man muss nicht immer irgendwelche Beschläge haben, sondern ich habe gesehen, ihr habt Sachen ausgefräst, da wird das hochgemacht. Aber das Badezimmer, kann man drin duschen eigentlich? Ja, kannst du, pass auf. Kannst du mal gucken, dass die Tür nicht auf... Ich halte die mal auf. Nee, brauchst du nicht aufhalten. Wir haben also brauchen wir nicht? So einen Halter gebaut, hier, guck mal, der kommt aus der Blende raus. Da hängen, genau. Wenn du die, als ich die Türe aufgemacht habe, ist das Licht schon alleine angegangen? Ja, schon mal genau, da? Also wir haben einen Türkontaktschalter und dann schaltet es aus. Aber auch wenn du die Tür zumachst, wird sie jetzt nicht wieder ausgehen, dann kannst du einstellen, wie lange du ungefähr im Bad brauchst und dann schon 10 Minuten wieder aus. Geil gemacht. Ja, also dein Waschbecken hier ist ein Formteil, stell dir das selber hier so einen Zulieferer? Ja, genau, da haben wir einen Zulieferer, haben wir so konstruiert und dann hat es... einen Zulieferer für uns gebaut. Haushalts-Einhand-Mischbatterie, so wie es ausschaut, denke ich mal. Kann ich jetzt direkt hier drin duschen oder brauche ich einen Vorhang? Nee, also Vorhang wollten wir wirklich absolut verzichten. Was du jetzt erstmal siehst, unter der Sitzbank, also ist die Toilette versteckt. Da können wir noch mal ganz kurz da reingucken. Einfach nur hochmachen, das hält dann oben. Eine Klesana. Und jetzt ist eine Klesana verbaut, genau. Und es geht aber, jede andere Toilette geht auch. Kannst du mir mal zeigen, wie das geht mit der Klesana? Hast du vielleicht eine Cola da? Machen wir das Ding, den Deckel bitte hoch. Genau. Da ist eine Tüte drin. Genau, jetzt kann man natürlich, irgendwas können wir jetzt reinschmeißen. Wir tun mal so als... Vielleicht eine Banane, Cola, irgendwas? Genau, aber du musst dann, damit sie funktioniert, musst du den Deckel wieder zumachen. Sonst, wir brauchen trotzdem mal irgendwas, was da reinmachen kann. Ich guck mal ganz schnell. Hast du die schon mal gesehen in Aktion? Die Klesana, die haben wir schon ein paar Mal bei uns verbaut. Also es gibt viele Kunden, die tatsächlich nach alternativen Toilettenlösungen fragen und suchen. Und dann kommt die Klesana auch immer wieder ins Gespräch. Ich habe sogar durchsichtige Tüten jetzt bei uns am Shop. Ja gut, okay, ich weiß nicht, ob die durchsichtig sein müssen. Ich sehe da jetzt gerade nicht den Fortschritt. Wieso, da kann ich sehen, was ich gemacht habe. Okay, ja, also ich will das gar nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Wir schweißen jetzt einfach mal so eine Schüssel ein. Eine Schüssel, okay. Die können wir dann wieder befreien. So, das wäre jetzt dein...
schmeiße ich jetzt da rein. Genau. So, jetzt machst du dieses Toilettenbecken zu. Den Deckel zu. Mhm. Genau. Dann siehst du, rechts daneben ist diese Bedienung. Das Panel. Und wenn du den linken Knopf drückst, dann tippst du durch. Tipp mal einfach einmal drauf, da ist Beutel S nochmal, Beutel XS nochmal, Beutel S. Ja, genau, machen Beutel S, genau. Ach, Beutel S. Und dann brauchst du gar nicht, das läuft jetzt schon automatisch. Jetzt schneidet er eine Beutelgröße S ab. Mhm. Da kann man praktisch einstellen von Beutel. Normalerweise gibt es noch drei Größen, ne? S, XS. Genau. Auf der großen Taste wärst du jetzt weitergekommen und da hätte es jetzt sozusagen L und XL noch gegeben. Sag mal, wenn ich jetzt keine Tüten mehr habe, ich bin jetzt irgendwo in Afrika, kann ich auch normale Tüten nehmen? Oder? Nee, das ist tatsächlich schon eine Tüte, die vorbereitet ist. So sieht das Ganze aus. Die haben wir jetzt einfach mal gemacht. Also die hält ja besser als eine Haribo-Tüte. Da kannst du ziehen, wie du willst. Ja, ist so, tatsächlich. Da kannst du ziehen, wie du willst. Ein sechs Tüten, so eine Tütenkassette hält für 50 Toilettengänge plus minus. Ne? Ich glaube, man hat hohes Interesse daran, dass sie nicht aufgeht. Ja, oder? Also ich hätte Interesse darauf, dass sie nicht aufgeht, ja. Genau. Und die Überraschung ist auch so, ich sag mal, von der Farbe so verpackt, dass du nicht siehst, was drin ist. Ja, aber man kann es noch fühlen, ne? Ja. Probier doch mal. Nee. Also wir lassen dich gerne. Das ist tatsächlich jetzt hier. So, ihr habt natürlich eine Steuerung. Guckt euch das Video an. War die Simone bei euch eigentlich? Ja, Simone war da. Haben die einen Film gemacht? Ja, auch mit Jane. Okay, also guckt euch diesen Film an. Ich wollte nur Andreas dieses Auto zeigen. Und ich finde es eins der Highlights hier auf dem Caravan-Salon. Also wirklich, die Leute von X-Ball haben es verdient. Und ihr seid ein echtes Familienunternehmen. Da kennt jeder jeden. Ja, also wir sind tatsächlich eine 10-Mann-Firma inzwischen und ja, ein cooles Team, muss ich sagen. Frühstück, Abendbrot, wird alles zusammen gegessen. Naja, das haben wir tatsächlich schon. Jeder Teller seinen festen Platz. Ne? Also, alles rappelsicher verstanden. Genau. Also als wir die Autos jetzt hier für die Messe fertig gemacht haben, haben wir tatsächlich Frühstück und Abendbrot zusammen gegessen. Das heißt, es ging ein bisschen länger in den Abenden. Aber normale machen wir eigentlich Frühstück und Mittag nur zusammen. Sag mal, gibt es noch eine Verriegelung für die Schublade beispielsweise hier, wo du das Geschirr jetzt drin hast? Weil so mal die Blende wieder rein, die da unten drin ist, dass die Bartür wieder zugeht. Ja. Und jetzt ist es versperrt. Nee, jetzt noch nicht. Da oben, neben der Dunstabzugshaube, in der Höhe, ganz hinten rechts, ist ein Schalter. Wenn du den jetzt drückst, jetzt sind die Schubladen versperrt. Jetzt würdest du die nicht aufkriegen. Er hat recht, ja. Und das geht automatisch, ab 5 km/h verriegeln die automatisch. Und wenn du während der Fahrt tatsächlich mal dran willst, was ja eigentlich nicht unbedingt erlaubt ist, aber du möchtest trotzdem da was rausholen, kannst du es auch überstimmen mit dem Schalter wieder und kommst wieder dran. Jetzt höre ich nicht irgendwie einen Klack, dass irgendwie ein Relais anschlägt oder ein Elektromagnet. Doch, wenn du ganz leise sind, hörst du es. Also, okay, ich habe es jetzt nicht gehört. Probier es nochmal. Ja. Ah, jetzt habe ich es gehört. Aber ziemlich, sag mal hier die Klimaanlage Unterflur, wo habt ihr die denn versteckt? Wo ist die? Die ist tatsächlich jetzt, wenn du ein Stückchen rüber gehst, sehen wir, sie ist in der Küche ganz unten drin. Das letzte Schubfach unten ist jetzt weggefallen, war unten normalerweise im Griff. Da ist die Klimaanlage drin. Hier sitzt sie drin. Da unten saugt sie die Luft an, geht dann praktisch da rüber. Und geht nach unten durch für das Kondenswasser. Hier oben hast du die Ausströmer. Ja? Wenn du jetzt hier oben hinguckst, hast du einen Ausströmer nach vorne, zwei nach hinten. Das ist super leise und angenehm, oder? Ja, also ich sag mal, wenn sie anfängt runter zu kühlen, ist natürlich erstmal sehr leistungsstark und da ist er auch ein bisschen lauter, aber die regelt dann wieder runter. Schön. Andreas, wir müssen weiter. Das Video haben die gedreht. Außerdem haben die Jungs schon so viel von uns bekommen. Du hast schon eine App. Ich habe aber auch schon viel von euch bekommen, muss ich sagen. Die App-Schauung machen wir ein andermal. Zeigt euch das bei Simone, die hat es gezeigt. Ah ja, genau. Für 260.000 Euro ein Schnapper auf dem Caravan-Salon. Aber es gibt ja für alles ein Zielkurve. Und wenn wir im Yachtbereich sind, mal ganz ehrlich, dann was sind da 260.000 Euro? Aber wir haben jetzt was vergessen. Unser Schüsselchen, das eingeschweißte. Da sollen wir das mal gucken, wie das aussieht. Wir müssen rausholen. Geh's mal rausholen. Wir müssen unser Schüsselchen, den Zuschauern zeigen, wie Schüsselchen jetzt aussieht. So, wir haben noch 2% Akku, da müssen wir den Akku wechseln und dann geht's weiter. Die Idee, einfach mal von Stand zu Stand zu gehen, das ist doch gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht, ja, ganz klar. Ist mal ein bisschen komisch, die gucken mal alle hier auf mein Hemd drauf, aber alles gut. Mal rein Caravaning. Ja. Du hast ein Unterhemd an heute, habe ich gesehen. Ja. Das ist, habe ich lange nicht mehr angehabt, muss ich sagen. Echt nicht? Doch, habe ich eigentlich fast immer an. Weil so, er holt mal gerade das, echt? Ja, da hat der Kunde eingesperrt, okay. So, Sie dürfen erst wieder raus, wenn Sie unterschrieben haben. Ja, genau so ist es. So, geht mal da rein. Wühlt jetzt in der Scheiße da ein bisschen rum, oder? Nein. Nee.
Wir haben jetzt praktisch hier unten die Klappe dran, schau. Ja. Hier machst du jetzt auf. Genau, dann hast du deine Kassette. Und hier kommst du dann die Kassette dran. Zack, und da so, müsste ja jetzt... Die Schüssel. Aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Aber wir sind zu schnell. Ja, ja, wir sind zu schnell. Aber hier ist sie eingeschweißt. Aber vergesst sie nicht, sonst liegt die nachher im Müll. Ja, ne? Alles gut. Alles gut. Ja. Die fehlt uns ja dann heute noch. So, wenn du mir nochmal deinen Namen sagst, bitte. Heiko. Heiko von X-Bull, stellvertretend. Ist die Klesana besser wie jeder Tresor, ne? Du nimmst dein Geld, du nimmst die Kohle, machst sie rein, da kommt keiner drauf. Da geht doch keine Sau dran. Dann gehst du. Super Idee. Super Idee. Ich brauche eine Klesana, komm. So, dann vielen Dank. Vielen Dank fürs Einschalten. Am Stand von X-Bull, letzter Tag. Es ist halt eben ein bisschen durch. Nee, heute geht's wieder. Gestern waren wir, ja, wir sind über den Punkt, wir schaffen das jetzt noch. Wir können noch eine Woche. Nee, ich nicht mehr. Ich bin jetzt hier Feierabend. Danke fürs Einschalten. Zusammen mit Andreas Marein von Marein Caravaning. Schöner Hallenrundgang. Halle 15. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Mach's gut. Tschüss.